Herzlich willkommen im Nachtcafé, liebe Zuschauer. Hallo zu Hause. Glauben Sie an Gott? Und wenn ja, wie weit würden Sie für ihn gehen? Dankeschön. Heilige Kriege, Unterdrückung von Minderheiten, all das geschieht nach wie vor im Namen des Glaubens. Aber weckt der Glaube nicht auch positive Seiten in uns? Gläubige, die für Menschen in Not ihr Zuhause aufmachen, sie aufnehmen oder ihr Leben riskieren für andere. Wir fragen unsere Gäste heute, nach welchen Werten sie leben und welche Rolle dabei der Glauben spielt. Und wir begrüßen zum Thema im Namen des Glaubens zum Beispiel Herrn Barkow. Herzlich willkommen. Sie wissen, wie gefährlich Religion werden kann. Sie sind Jeside und wir lesen es jeden Tag in den Nachrichten. Ihre Landsleute werden im Nordirak von Kämpfern der Terrormiliz Islamischer Staat verfolgt und ermordet. Sie und Ihre Familie schauen dabei nicht tatenlos zu, sondern greifen zur Waffe und verteidigen die Jesiden und ihren Glauben aktiv vor Ort. Wir sind gespannt auf Ihre Geschichte. Parua Barkow, herzlich willkommen. Wie stark der Glaube Menschen in seinen Bann ziehen kann, mussten Sie erfahren, Melanie Rauenstein. Ihr Sohn konvertierte zum Islam, wurde immer radikaler und verschwand schließlich von einem Tag auf den anderen nach Pakistan. Im Internet tauchte inzwischen ein Video auf, das ihn als Märtyrer im Heiligen Krieg zeigt. Wie Sie mit diesem Schicksalsschlag umgehen, erzählen Sie uns heute im Nachtcafé. Melanie Rauenstein, herzlich willkommen. Doch es gibt auch das Gute im Namen des Glaubens. Friederike Gabe, Sie haben den Sinn des Lebens darin gefunden, Menschen in Not bei sich aufzunehmen und sich um sie zu kümmern. Warum Sie trotz eigener Schicksalsschläge an Gott nie zweifeln und auch nie an ihm verzweifeln würden, verraten Sie uns gleich. Friederike Gabe, herzlich willkommen. Auch Sie, Stefan Kaufmann, sind gläubig, schon von Kindesbeinen an. Kein Wunder also, dass Sie auch für die Liebe zu Ihrem Lebenspartner Gottes Segen wollten. Doch die römisch-katholische Kirche stellte sich quer, warum Ihre Hochzeit für Schlagzeilen sorgte und wieso es Ihnen so wichtig war, im Namen des Glaubens vor den Altar zu treten. Wir sind gespannt auf den CDU-Bundestagsabgeordneten Stefan Kaufmann. Ob er Ihren Segen bekommen hätte, ich bin gespannt. Hans-Jochen Jaschke, Sie sind Weihbischof der Erzdiözese Hamburg und stehen seit vielen Jahren im Dienst des Glaubens. Warum Gott den Menschen Halt und Orientierung gibt und warum es sich lohnt, auch in einer modernen Gesellschaft an alten Glaubensidealen festzuhalten, sagen Sie uns heute im Nachtcafé. Herzlich willkommen, Weihbischof Hans-Jochen Jaschke. Ich weiß, Sie sehen das ganz anders, Philipp Möller. Als überzeugter Atheist leben Sie gottlos, glücklich und warnen davor, das Leben ganz in die Hände Gottes zu legen. Mit dem Glauben gibt der Mensch auch ein Stück weit seine Eigenverantwortung auf, sagen Sie, und nehmen Ihr Leben lieber selbst in die Hand. Willkommen im Nachtcafé, Philipp Möller. Auch wenn Sie sich als großen Fan von Jesus bezeichnen, Lisa Fitz, mit Haut und Haaren möchten auch Sie sich keiner Religion verschreiben. Als Kabarettistin sehen Sie vieles kritisch und nehmen fast alles mit Humor, sich selbst und sogar den Glauben. Und warum Sie im Urlaub mal eben den kompletten Koran gelesen haben, verraten Sie uns hoffentlich heute im Nachtcafé. Herzlich willkommen, Lisa Fitz. So, Frau Gabe. Würden Sie sagen, dass Sie Ihr Leben in den Namen des Glaubens gestellt haben? Würden Sie das so sagen? Mir hat der Titel nicht so gut gefallen. Ich hätte lieber gesagt, ich komme im Namen dessen, an den ich glaube. Also im Namen Gottes. So ist es. Aber der Gott, an den ich glaube. Es gibt da verschiedene Götterbilder und ich habe ein ganz bestimmtes und in dessen Namen komme ich auch. Welches haben Sie, wenn Sie das so sagen? Ja, ich habe den Gott kennengelernt und lieben gelernt, dessen Sohn gekommen ist, Jesus Christus. Und ich lebe also ganz bewusst
mit diesem Gott. Und dazu gehört eben auch, dass ich die Bibel gut kenne und dass ich sozusagen ein Täter des Wortes bin. Also nicht nur ein Hörer und dann wieder weggehe, sondern dass ich so lebe, dass auch andere Menschen was davon haben. Sie haben die anderen Menschen angesprochen. Da spielt ein Haus eine ganz zentrale Rolle. Ja. Das haben Sie vor langer Zeit eigentlich schon günstig erworben können, gemeinsam mit Ihrem Mann. Und irgendwann, als Sie es schon hatten, hatten Sie einen Traum. Mhm. Was war das für ein Traum? Mein Mann war vorher sehr schwer krank gewesen und das Haus war zur Zwangsversteigerung anberaumt. Und dann konnten wir es ersteigern. Und dann hatten wir ein 650 Quadratmeter großes Kaufmannshaus in Lübeck in einer berühmten Straße und wohnten da mit zwei Katzen und zwei Kindern. Und, ein bisschen groß. Sehr groß. Und dann haben wir uns immer gefragt, was machen wir jetzt mit diesem Haus? Mhm. Und dann hatte ich einen Traum, das ist richtig. Und ich habe dann die Bibelstelle dazu gefunden. Das ist nämlich, Herr Jaschke wird das kennen, der berühmte Text Jesaja 58, wo es darum geht, die Armen aufzunehmen, die Heimatlosen, die Nackten zu bekleiden und sich zu kümmern um die, die in Not sind. Und diesen Traum habe ich im Laufe von 25, 30 Jahren versucht zu verwirklichen. Und es ist auch gelungen, es ist immer mehr dazugekommen. Ja, und heute leben wir eben mit diesen Menschen in Not, in einer Lebensgemeinschaft, Mütter, Schwangere. Es gibt auch Bilder dazu, dann können Sie das vielleicht auch dazu erklären, wie der Alltag in diesem Haus aussieht. Das ist dieses wunderbare Haus. Ja, ein Patrizierhaus, 16. Jahrhundert, in der berühmten Mengstraße mit einer Babyklappe. Wir hatten die zweite in Deutschland 2000. Hier bin ich mit einer jungen Mutter zu sehen, mit ihrem Baby, die bei uns wohnte. Und da zeige ich gerade einem Vater eine Wohnung. Wir haben die möbliert, vermietet und kümmern uns eben in der Lebensgemeinschaft um diese alleinstehenden Mütter. Das ist die Essensglocke. Wir essen zusammen, frühstücken gemeinsam und haben dahinter auch eine Notunterkunft. Wenn jemand vor der Tür steht und klingelt, dann darf er schon mal die erste Nacht dort übernachten. Das nennt man Engagement, würde ich sagen. Um das zu verstehen, wollen wir Sie jetzt noch ein bisschen näher kennenlernen. Sie sind vor 70 Jahren im damaligen Breslau geboren. Ihr Vater ist im Krieg gefallen. Ihre Mutter hat Sie und Ihre Schwester alleine großgezogen. Ja. Sicherlich hart für Sie. Hatten Sie manchmal das Gefühl, Ihrer Mutter vielleicht sogar ein bisschen zur Last zu fallen in der Ja, Zeit? Das Gefühl hatte ich eigentlich, bis ich Mitte 30 war, weil meine Mutter das natürlich ohne mich leichter gehabt hätte. Ich kam ja zu einem völlig ungünstigen Zeitpunkt. Mein Vater war schon gefallen und sie musste alles verlassen. Ich war 2 Tage alt, als wir auf die Flucht gingen. Die Babys lagen erfroren in den Straßen und niemand gab mir eine Überlebenschance. Aber sie hat dann gesagt, nun habe ich sie schon bekommen, nun nehme ich sie auch mit. Das war also so der Stempel, den ich trug und der war ja nicht besonders positiv. Mhm. Das ist eben auch die Geschichte, die mich geprägt hat und weshalb ich dieses Haus habe. Sie haben ja auch mal eine Lehre dann begonnen als Bauzeichnerin, haben in einem Ingenieursbüro dann Ihren Mann kennengelernt, 55 Jahre verheiratet. Nein, 50. 50? Ja. Oh, jetzt habe ich schon. Aber auch eine Menge, oder? 50 Jahre, das ist ja wirklich viel, muss man sagen, für heutige Maßstäbe. Wissen Sie, wenn Sie sagen, ich bin Bauzeichnerin gewesen bei meinem Mann, die Lehre das stimmt. Haben Sie gemacht. Genau, aber der Pastor bei unserer Silberhochzeit hat nämlich gesagt, das Büro wäre pleite gegangen. Da hat er sie lieber geheiratet. Ja, das war ja offensichtlich eine gute Entscheidung. Wobei man sagen muss, als Sie ihn geheiratet haben, er war sehr gläubig. Seine Familie auch, aber Sie damals noch nicht? Überhaupt nicht. Waren Sie sowas? Haben Sie sich manchmal als Außenseiterin deswegen gefühlt? Ich war eine Außenseiterin. Ich war ein seltsamer Vogel in dieser Familie. Mhm. Aber mein Mann war auch schon, hatte sich da auch schon entfernt. Also seine Gläubigkeit beschränkte sich damals noch auf den Kirchenchor. Und das haben wir dann gemeinsam gemacht und sind dann irgendwann, als ich 33 war, da habe ich dann dieses Erlebnis gehabt, dass ich merkte, ich bin ja gar nicht wertlos. Ich bin ja gar nicht eine Last, sondern denn da ist ja jemand, der hat sein Auge auf mir gehabt und mich durchgetragen. Und das war eigentlich so das Fundament, was ich damals bekam. Aber was war das für ein Erlebnis? Sie haben das so Ich war auf einem Seminar von Christen und habe mich mit Christsein und meinem Leben auseinandergesetzt. Mhm. Und da wurde mir plötzlich klar, ich wäre ja schon zigmal tot gewesen, wenn nicht jemand da gewesen wäre, der das Ja über meinem Leben gehabt hätte, von Anfang an. Und das habe ich
da habe ich diesen Gott erkannt und habe von da an so gelebt. Also von da waren Sie auf einmal eine andere, ja, kann man so sagen. Ja. Und was heißt das heute für Sie alltäglich? Also wie bestimmt Ihr Glaube möglicherweise sogar Ihren Tagesablauf? Ja, ganz praktisch. Also ich habe eine stille, eine bestimmte Zeit morgens, in der ich mich zurückziehe, in der Bibel lese, mich frage, was hat dieses Wort heute mit mir zu tun, mit meinem Alltag, welchen Menschen begegne ich heute, was kann ich für die Mütter tun. Also ich nehme das ganz alltagsbezogen und dadurch komme ich auch sehr zur Ruhe und habe erstmal eine Zeit der Besinnung, bevor ich dann in dieses Leben stürme. Das ist bei mir oft sehr heftig, jetzt auch gerade mit meinem kranken Mann. Aber ich habe diese Gelassenheit, zu sagen, ich nehme das so, wie es ist und ich versuche, das Beste draus zu machen. Also Sie halten richtig Rücksprache mit Gott? Ja, mit Gott, mit dem Wort mit, und versuche, das umzusetzen. Geht das auch so, dass Sie, wenn Sie eine Entscheidung treffen, erstmal den Kontakt herstellen und überlegen, ja, wie mache ich das jetzt? Ich mache ist da Glaube nie, so alltäglich? Ja, ich mache es nie spontan. Mhm. Ich überlege erst und versuche da eine Antwort zu finden und dann gehe ich los, ja. Versuche das und hoffe, dass es richtig ist. Man muss dazu sagen, Ihr Mann ist jetzt seit 2 Jahren leider zum Pflegefall geworden. Ja. Wie geht es ihm heute? Ich habe vorhin mit ihm telefoniert. Er hat Ja gesagt und auf die Fragen geantwortet. Er ist halbseitig gelähmt und sprachgelähmt nach einer Hirnblutung. Hat die höchste Pflegestufe. Und ich bin die erste Nacht seit 2 Jahren weg von ihm. Oh, und ist er da noch ein bisschen unsicher? Oder, Es schläft ein Arbeiter von uns bei ihm und er ist rundum versorgt mit Pflegedienst und Familie dann und wird auch nicht mehr künstlich ernährt. Es hat sich also schon vieles gebessert, aber er ist eben, wenn ich nachts nicht da bin, ich habe so einen Rollstuhl, da sitzt er tagsüber drin, den rolle ich dann neben sein Bett, das Pflegebett, und dann liegen wir eben nebeneinander und insofern ist er das gewohnt, dass wenn seine Hand runterkommt, bin ich da. Morgen wird sie wieder da sein. Ich habe es ihm vorhin schon gesagt. Ja. Das hört sich sehr innig an. Würden Sie sagen, Ihre Beziehung ist nach wie vor sehr innig? Sie ist nie so innig gewesen wie heute. Okay. Also das muss ich sagen. Und insofern ist das für mich jetzt gar nicht so ein schweres Schicksal, sondern es eröffnet uns ganz neue Möglichkeiten. Also viel Zeit, hören aufeinander und ja, ganz anders miteinander umgehen, Neues entdecken, viel Abschied nehmen, natürlich, das haben wir aber schon gemacht. Und jetzt ist es wirklich sehr schön, wie wir miteinander leben. Und ich glaube, das ist auch für unsere Lebensgemeinschaft, in der wir leben, sehr wichtig zu sehen, wenn ein Leben so verändert ist, hat es trotzdem einen ganz großen Wert. Hat Sie der Glaube da auch getragen? Immer. Also ich habe letztens mit einem Atheisten ein Gespräch gehabt, der hat uns 10 Jahre lang erzählt, er ist überzeugter Atheist. Und dann hatte seine Frau einen Schlaganfall, so ähnlich wie mein Mann. Und jetzt hat er uns besucht. Und dann hat er mir einen Brief geschrieben und hat geschrieben, liebe Frau Garbel, es hat mich überzeugt, als ich Sie besuchte, dass Liebe auch die größten Schicksalsschläge überwinden kann. Ich bin begeistert. Und das finde ich toll, wenn jemand so etwas sagt. Das sind wir alle. Herr Müller. Ich glaube, man sieht, da ist eine Frau, die Gutes tut und die sich vom Glauben getragen fühlt. Haben Sie den Eindruck oder glauben Sie wiederum, dass man dafür Religion und Kirche braucht, um diese Werte zu leben? Nein. Nein, ich habe jetzt aus diesem kurzen subjektiven Eindruck sogar eher die Vermutung, dass Sie, Frau Garbel, einfach ein sehr empathischer und hilfsbereiter Mensch sind. Und ich möchte nicht glauben, dass diese Bibelstelle, die Sie dort entdeckt haben, notwendig gewesen ist, um dazu zu führen, dass Sie heute so vielen anderen Menschen helfen. Und ich würde auch anderen Menschen, die nun aus einer Überzeugung heraus anderen helfen, nicht unterstellen wollen, dass sie das nur tun, weil ja ein Wanderprediger vor 2000 Jahren angeblich bestimmte Dinge gesagt haben soll, sondern ich glaube, bin davon überzeugt, dass wir Menschen aus Empathie heraus, aus einer ganz humanen, menschlichen Empathie heraus anderen helfen. Und es gibt genug Beispiele von Menschen, die eben nicht gläubig sind und trotzdem anderen helfen. Auf der anderen Seite möchte ich natürlich sagen, das Motiv, den anderen zu helfen, ist ja erstmal nicht so wichtig, sondern die Tat ist wichtig. Und das, was Sie da tun, finde ich ganz toll.
es hat nur mit dem Haus zu tun gehabt, diese Bibelstelle. Wir hatten das Haus und haben uns überlegt, wem öffnen wir dieses Haus? Und wenn Sie Jesaja 58 lesen würden, dann würden Sie es vielleicht besser verstehen. Aber brauchen Sie den Glauben? Herr Jaschke, braucht man denn den Glauben und die Religion, um diese Werte, Nächstenliebe, dem anderen nahe zu sein, Empathie zu geben, zu helfen? Braucht man dafür unbedingt Glauben? Das braucht man. Glaube lässt sich nicht einfach so vernutzen und verzwecken. Glaube ist, denke ich, eine Grundbefindlichkeit eines jeden Menschen. Glauben, hoffen, lieben, eine Grundbefindlichkeit jedes Menschen. Wir glauben in dieser Welt, die wir nicht überschauen können. Wir glauben in all der ungewissen Situationen, die wir erleben, dass es irgendwie mehr geben muss. Wir trauen uns, wir trauen anderen Menschen. Für diesen Glauben stehe ich erst einmal ein. Ich persönlich bin überzeugt davon, dass dieser Glaube ein Glaube an Gott ist, aber nicht an einen Gott, der in Buchstaben zu fassen ist oder in Katechismusweisheiten. Gott bleibt immer unendlich größer. Aber Christenmenschen stehen dafür ein, dass die Bibel den Glaubensschatz, das Glaubenswissen von Menschen seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden sammelt und das in Jesus, das ist ja nicht irgendein Wanderprediger, also da wäre ich mich schon... Es war einer. Nicht, war nicht, ach was, das ist ja dummes Zeug, Entschuldigung. Ja. Kein Problem. Das in Jesus aufscheint, wie ein Mensch aus dem Glauben lebt, wie ein Mensch Güte ausstrahlt, anderen Menschen zum Leben ermutigt und menschliches Leben in die Weite führt. Dafür stehe ich. Frau Fitz, ich würde an der Stelle auch Frau Fitz gerne mit einbeziehen. Ja. Ist der Glaube unersetzlich, wenn es um Werte, um moralische Vorstellungen, um Sinn des Lebens geht? Also das, und dann Herr Müller. Das Problem ist immer die Definition, weil Glaube ist jetzt wie so ein waberndes Gel. Ja? Also das kann jetzt alles sein. Und es gibt zum Beispiel eine kleine Religionsgemeinschaft auf Hawaii, die heißen die Huna. Die haben keine 10 Gebote, sondern nur eins. Und das heißt, verletze keinen anderen Menschen, weder in Worten, noch in Taten, noch in Gedanken. Punkt. Wenn sich daran jeder halten würde, dann bräuchten wir nur ein Gebot und nur die Praxis und nur den Schutz der Mutter Erde und keine Theorie. Aber das Problem ist, es hält sich niemand dran. Und mich stört halt immer, dass im Namen der Religionen, die instrumentalisiert wurden, auch so viele Kriege geführt worden sind. Und diese Vergangenheit, mit der kann ich schwer umgehen. Ich würde gern von Ihnen noch wissen, Herr Müller, wenn wir bei den Werten noch kurz bleiben. Was sind denn die Werte? Woher beziehen Sie denn Ihre Maßstäbe fürs Handeln? Nun ja, ich bin erstmal überzeugt davon, dass ich als Mensch die Interessen anderer Menschen und auch anderer nichtmenschlicher Lebewesen nicht verletzen sollte. Das entspricht ja ungefähr diesem einen Gebot. Und daraus haben wir ja wirklich auch ganz unabhängig von Religion und über die Religion hinaus eben auch ein Wertesystem entwickelt, das ich hier nicht gerne monopolisiert sehe bei den Kirchen oder beim Glauben oder bei Jesus, sondern wir haben ein System entwickelt, indem wir es mehr und mehr schaffen, die Gemeinschaft des Wir zu erweitern über den kleinen Stamm der Gruppe hinaus. Früher waren es nur weiße, christliche, heterosexuelle Männer. Heute ist das schon ein bisschen erweitert worden, diese Gemeinschaft. Aus der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte heraus sehen wir auch, dass wir die Interessen und Rechte anderer nicht verletzen sollen. Und ich glaube, aus einem gesunden Menschenverstand heraus lässt sich schon ableiten, dass man das nicht tun soll. Und dafür brauche ich und brauchen auch viele andere Menschen keine Bibel. Herr Kaufmann, Sie sind Bundestagsabgeordneter. Welche Rolle spielt der Glaube in Ihrem Alltag, in Ihrem politischen Alltag? Gut, ich bin Christ, bekennender Christ. Ich bin Mitglied einer christlichen Partei mit dem C im Namen. Und für mich ist es schon auch Handlungsleiten bei politischen Entscheidungen. Wenn wir jetzt zum Beispiel über das Thema Aufnahme von Flüchtlingen diskutieren, über die Erhöhung von Kontingenten, über Flüchtlingshilfe, ist das Thema christliche Nächstenliebe natürlich auch bei politischen Entscheidungen handlungsleitend. Es gibt natürlich schwierige Fragen wie Präimplantationsdiagnostik, wo man dann natürlich auch, wo ich als Forschungspolitiker dann in einem gewissen Konflikt auch mich dann hineinbegebe. Aber natürlich ist es für mich als Politiker ein Thema. Sie sind auch schwul und stehen Sie da auch als schwuler Abgeordneter manchmal in einem Konflikt zwischen Fraktionszwang und dem Gewissen, dem persönlichen Entscheiden? Gut, natürlich bei diesen Fragen, die jetzt die Gleichstellung Homosexueller betroffen haben, da war jetzt das Thema christlich nicht das entscheidende Thema. Da war es natürlich die Diskriminierung, der Homosexuelle ausgesetzt sind. Da hatte ich mich bei Entscheidungen stets enthalten. Ich habe nicht gegen die Fraktion gestimmt, also nicht mit der Opposition gestimmt, wenn es um steuerrechtliche Gleichstellung ging zum Beispiel. Aber ich habe mich bei diesen Fragen dann enthalten als offen schwuler Bundestagsabgeordneter. Schade.
Schade, sagte Herr Müller. Ja, ich fände das eigentlich gut, wenn gerade jemand innerhalb der CDU da vielleicht auch Veränderungen anstoßen würde und etwas mutiger. Ja, das ist schwer. Ich glaube, ich habe schon einiges angestoßen, aber auch eine Enthaltung ist ein Signal. Ne? Ein schwaches. Man muss nicht, nein, ich würde auch nicht sagen, dass es ein schwaches Signal ist. Man muss, es gibt dann andere Gründe, ich kann nicht im Gesetzentwurf zustimmen, das sind von der Opposition, weil da auch andere Aspekte zum Teil eben mit drin sind, die dann in der Begründung einem nicht gefallen müssen. Aber das Signal in diesem Punkt nicht mit der Fraktion zu stimmen, ist ein aus meiner Sicht schon hinreichend starkes Signal gewesen. Das sehe ich anders. Wir stecken mitten in Prozessen von Veränderungen. Die müssen wir befördern, auch mit Klugheit, mit Sensibilität. Wir dürfen Menschen nicht überfordern und müssen auch nach dem Ausschau halten, was zu uns Menschen einigermaßen gut passt. Diskriminierung darf nie stattfinden. Aber die das findet doch statt. Da möchte ich jetzt mit Ihnen nicht drüber streiten. Ich aber mit Ihnen. Ja, aber ich habe auf Herrn Kaufmann erstmal zu reagieren versucht. Denn ich meine, es gibt auch keine Homophobie, die darf es nicht geben. Dagegen kämpfe ich. Ja, die gibt es noch natürlich. Aber dagegen trete ich auch auf. Aber wir werden besser damit fertig, Herr Kaufmann, wenn wir mit Klugheit, mit Geschick, mit Sensibilität mit diesen Situationen umgehen. Aber klar in der Sache, Diskriminierung darf nicht sein. Phobien dürfen nicht sein, Verletzungen dürfen nicht sein. Ich darf Homosexuelle nicht für krank erklären. Da sind wir ja auch schon sehr, sehr viel weiter weltweit gekommen. Und in der großen Mehrheit der Kirchen, der Christenheit erst recht. Darüber müssen wir uns heute Abend, glaube ich, nicht streiten. Nein. Und ich sehe es auch als ein Gebot der Klugheit an, Herr Möller zum Beispiel, bei dieser Frage mich jetzt eben zu enthalten. Denn ich muss meine Partei bei diesen Fragestellungen mitnehmen. Und ich glaube, das ist in den letzten 10 Jahren auch ein ganz gutes Stück gelungen. Das ist und bleibt Ihre Entscheidung. Ich finde aber doch, wenn wir uns beispielsweise Caritas und Diakonie anschauen, die mit 1 Million Arbeitnehmern die größten Arbeitgeber nach dem Staat in Deutschland sind, dort findet Diskriminierung statt. Aber selbst lassen Sie mich kurz ausreden. Dort gibt es ein kirchliches Arbeitsrecht, was nicht dem allgemeinen Gleichstellungsgesetz entspricht. Dort können Menschen wegen ihrer sexuellen Einstellung, wegen ihrer Religiosität gekündigt werden. Und das in Unternehmen, die zu 98% nicht von der Kirche finanziert werden. Und das ist ein Riesenproblem. Herr Möller, vor einer Woche ist dieses Arbeitsrecht modifiziert worden, entscheidend modifiziert worden. Das wissen Sie nicht, müssen Sie auch doch, nicht wissen. Doch, ich denke, der Herr Möller weiß das, würden Sie sagen, das und ist da weit ist genug schon gegangen, ein großer Schritt gegangen worden, ein homosexueller Mensch aufgrund seiner Homosexualität wird nicht entlassen, ihm wird nicht gekündigt. Es werden die unterschiedlichen Situationen berücksichtigt und wir sind da, denke ich, auf einem guten Weg in einem Lernprozess. Dass das als Fortschritt verstanden wird, ist ein trauriges Zeugnis dafür, wo die Kirche heute steht. Naja. Frau Rauenstein, Sie sind irgendwann aus der Kirche ausgetreten. War, ja, das ist richtig, ja. War das aus Ärger über die Kirche oder weil Ihnen der Glaube einfach gar nicht wichtig war? Mir ist der Glaube einfach nicht wichtig. Hat im Alltag nie eine Rolle gespielt Nein. für Sie? Für mich ist das alles eine Farce, weil ich gewisse Feste nur gemacht werden, weil es die Gesellschaft so verlangt. Und da spiele ich nicht mit. Das ist nicht meine Überzeugung. Und darum kann ich nicht einer Kirche angehören, wenn ich sie nicht vertrete. Mhm. Das geht nicht. Herr Barko, wie intensiv, Sie sind Jeside, wie intensiv leben Sie im Vergleich Ihren Glauben? So intensiv jetzt nicht. Ich gehöre richtig der Glaubensgemeinschaft der Jesiden an. Mhm. Man kann nur als Jeside geboren werden. Das ist spätestens bei der Heirat spürbar, wie intensiv man den Glauben wirklich lebt. Daran könnte man das eventuell messen. Mhm. Allerdings sonst, ich bin jetzt nicht zu irgendwelchen Gebeten verpflichtet oder darf jetzt bestimmte Sachen nicht essen. Oder das ist eigentlich sehr... sehr, sehr frei bei uns. Also die Probleme haben wir gar nicht. Wenn wir jetzt schon Sie auch in Ihrer Biografie kennenlernen. Ihr Vater war Kirchenmusiker. Ist immer noch, genau. Welcher Ort war Kirche für Sie, während Sie aufgewachsen sind? Ja, die Kirche war für mich oder ist für mich der Arbeitsort meines Vaters, an dem er wunderschöne Musik spielt, dabei aber ständig von einem Mann in merkwürdigen Kleidern unterbrochen wird, der keinen Sex haben darf. Das ist die Wahrnehmung, die ich von der Kirche hatte. Und das ist schwerstens. Das dürfen Sie gerne. Aber
Alleine durch diesen Beruf meines Vaters wurde mir bzw. meinen Eltern häufig unterstellt, wir hätten eine christliche Erziehung erfahren. Das hat in der Form überhaupt nicht stattgefunden. Es gab bei meinen Großeltern einen Gebetswürfel, den durfte ich würfeln, dann durfte ich ein Gebet vorlesen. Das war so ziemlich die religiöseste Handlung, die ich jemals in meinem Leben ausgeübt habe. Also ansonsten hat er da einfach Musik gemacht? Und mein Vater ist in erster Linie Musiker und in zweiter Linie Kirchenmann. Und wenn Sie meinen Vater persönlich befragen würden, was er von den Arbeitsbedingungen innerhalb dieses Konzerns hält, dann wäre das auch noch mal eine eigene Sendung wert. Naja. Welche Rolle hat denn der Glaube für Sie in Kindheit und Jugend gespielt, Herr Jaschke? Also ich war etwa 19, als ich mich so mehr und mehr dem Weg eines Glaubensmannes angenähert habe. Oh, da habe ich ganz andere Sachen gemacht. Mehr 19. Davor habe ich auch andere Sachen gemacht, keine Sorge. Ja? Ja, natürlich bin ich groß geworden in einer ganz normalen Familie. Meine Mutter musste auch fliehen mit mir. 1945, das waren harte Zeiten. Glaube war immer irgendwie da, aber auch gar nicht übertrieben. Ich möchte nur noch mal von mir heute reden. Ich bin auch kein Mann, der den Glauben in der Tasche hat und der andere Menschen irgendwie jetzt schlecht machen will, weil ich sage, ihr glaubt nicht richtig. Nein, wir haben den Glauben nicht gepachtet. Und das wissen Sie auch, wissen wir alle, wenn wir im Namen des Glaubens reden wollen, im Namen Gottes sogar, müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein. Aber also sind eines der ersten Gebote heißt, du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen. Wer den Namen Gottes für sich beansprucht, läuft immer Gefahr, aus dem Namen Gottes, aus Gott einen Götzen zu machen, den Götzen für den Hausgebrauch, für die persönlichen. Ich rede jetzt von mir, ich rede von meiner großen Kirche, auch von der großen Tradition. Da gibt es vieles, was schrecklich ist, vieles, aber auch vieles Großartige und Wunderbare, den Raum der Musik, den Raum der Liturgie und all des Schönen, das wir bewundern und gerne haben. Sie, das hat sich so angehört, als würden Sie sagen, die Kirche hat gar keine Deutungshoheit. Erleben Sie das so? Was mich eigentlich am meisten stört, ist, wenn ich mit Menschen über den Glauben rede und nachhake und sage, was glaubst du? Und ganz konkret sage, an woran glaubst du? An Gott. Gut. Sag ich, wo und was? Nee, sag ich, was ist das genau? Nee, dann sagen Sie. Jetzt bin ich dran. Und dann sagen die, und dann kommt die Antwort, ja, also in Bayern jetzt zum Beispiel, da glaube ich schon, dass da irgendwo was ist. Dann sage ich, wo, was? Ja, weiß ich nicht, irgendwas. Und das uns irgendwie. Und dann sage ich, das kann doch das sowas, ist doch kein Glauben, ja, das ist gar nichts. Ja. Sondern die meisten Leute haben, wie die Hausfrauen-Esoterikerinnen, haben irgendwas angelesen. Ja. Und dann kommen die zu mir und sagen, es gibt ein Leben nach dem Tod. Dann sage ich, woher weißt du das? Ja, das weiß ich einfach. Sage ich, woher weißt du das? Ich weiß es. Dann kommt drauf, wenn man nachhakt, dann tun alle, Entschuldigung, auch die Kirchenmitglieder, als hätten sie neben Jesus auf der Schulbank gesessen. Sie haben das Wissen gepachtet, sie wissen es. Und das stört mich so dran. Wir kommen immer wieder zurück beim Glauben. Automatisch taucht aber jedem der Kinderglaube auf, der Mann mit dem Bart sitzt wo und plant und richtet. Und das halte ich für gefährlich, weil man da die Verantwortung abgibt. Ich liebe Engel zum Beispiel. Ich liebe die Vorstellung, dass es Engel gibt. Ich möchte mir die vor dem Auftritt vorstellen. Und meine Tätigkeit ist die, da kommen wir nachher vielleicht auf das Gegenteil von Ihnen. Ich muss nach vorn rausgehen. Ich darf nicht zu demütig sein, sonst gehe ich ein auf der Bühne. Ja, ich muss so. Aber diese Ungenauigkeit, dieses Angelesene, dieses Wischiwaschi, dieses Nichtwissen, was glaube ich eigentlich, und sich auch verdammt, Entschuldigung, keine Gedanken darüber gemacht haben, was man glaubt, das stört mich am meisten. Ja, aber Sie haben doch vorhin von einem Gesetz geredet, keinen Menschen zu verletzen. Ja. Was hat denn Jesus gemacht? Der hat das wichtigste Gebot, hat er gesagt, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn man das lebt, dann kann man den anderen nicht verletzen, dann kann man ihn nicht töten, dann kann man ihn nicht niedermachen. Ja, aber es ist auch theoretisch, weil man liebt sich eben nicht theoretisch. Also ich versuche das so zu leben und ich kenne andere Menschen auch, die genau dieses Gebot ganz ernst nehmen. Frau Fitz, von Ihnen stammt auch der Satz, Religion ist wie Feuer, man kann mit ihr ein Haus abbrennen oder damit einen Schnitzel braten. Was genau meinen Sie damit? Ich weiß nicht, ob ich es genauso gesagt habe, aber das, ich glaube, ich habe gesagt, Gott sehe ich so als eine Kraft. Ja, als eine Kraft, die da ist, die von mir genutzt werden kann. Ich habe zum Beispiel ein starkes Urvertrauen, ein Lebensvertrauen, ein Vertrauen in den Gang, in die Folgerichtigkeit der Ereignisse. Sage ich mal etwas. Schicksal. Nein, was anderes nicht Schicksal. Ist als Schicksal? Nein, nicht, ich bin überhaupt nicht schicksalglich, sondern wenn mir etwas passiert, dann habe ich das mitverantwortet.
Da sind wir ein bisschen beim Buddhismus, der eine Philosophie ist und keine Religion, der sagt, du kannst alles tun, aber du musst immer die Konsequenzen berechnen, die es hat. Das heißt, das Urvertrauen ist da, aber die Kraft, Gott, die Energie kann ich so nutzen, dass ich Unheil damit anrichte und die Religion auch. Ich kann sie instrumentalisieren oder ich kann sie nutzen, um Gutes zu tun. Und das ist diese große Gefahr, dass wir abschließend der Satz, dass es heißt, Gott ist die nach außen gerichtete Sehnsucht des Menschen nach Gerechtigkeit. Das sagt jetzt der so Philosoph. Simpel, ja. So, wo draußen? Genau, ja. Wo? Gott ist in uns. So, und ja. Das da, also ich habe mich, seitdem ich 14 bin, mit Religionen vehement befasst und dauernd. Mir macht das richtig Spaß. Und das wollen wir nochmal nachvollziehen. Wir würden Sie gern gleich noch ein bisschen in der Richtung näher kennenlernen. Aber wir sind Fernsehen, deshalb zunächst einmal einige Bilder. Lisa Fitz stammt aus einer Münchner Künstlerdynastie und fand früh zu dem, was sie am besten kann. Menschen zum Lachen und zum Nachdenken bringen. Bekannt wurde sie als Moderatorin der Bayerischen Hitparade, arbeitete als Schauspielerin für Fernsehen und Theater und widmete sich ganz ihrer Leidenschaft, dem Kabarett. Danke für die Gesundheitsschuhe, danke für dieses Cookie-Dent. Lisa Fitz, die bayerische Schnauze, die kein Blatt vor den Mund nimmt und keine Tabus kennt. Mit viel Humor nimmt sie politische, gesellschaftliche und religiöse Themen ironisch aufs Korn und kritisch unter die Lupe. Wunder wurden mir zugeschrieben, Kriege in meinem Namen geführt. Sie singt, lacht, spielt. Sie kämpft mit Satire für eine bessere Welt. Und sie zeigt, dass sogar Gott ziemlich lustig sein kann, wenn man sich nur traut, über ihn zu lachen. Frau Fitz, wie religiös wurden Sie erzogen? Also in unserer Familie gab es Protestanten und Katholiken. Meine Mutter ist ausgetreten aus der katholischen Kirche, wieder eingetreten. Im Großen und Ganzen war aber der Fitzsche Zweig der Familie liberal. Und es gab viele Gespräche zu Religion, aber keine Vorgaben. Wenn Sie sagen, Ihre Mutter ist ausgetreten, wieder eingetreten, hört sich so ein bisschen an, als würde man ausprobieren, schauen. Hat sie das geprägt? Nein, die hatte ein tiefes religiöses Gefühl. Das wollte sie aber dann zwischendurch nicht an die Kirche gebunden wissen. Die war nie atheistisch, sondern sehr gläubig eigentlich, ist aber dann aus dem Verbund, also aus dieser Kirche, kirchlichen Gemeinschaft ausgetreten. Und hatte aber trotzdem eine sehr starke und schöne Beziehung zu den Kirchen, zu der Stimmung, die drin ist, zu der Ausschmückung und zu den Bauten. Sie ist gern reingegangen, hat dann auch meditiert drin, gebetet und ist also wieder rein. Und sie hat es mir überlassen. Ich habe ab dem 7. Lebensjahr Yoga-Unterricht bekommen, der zuerst mal nichts gefruchtet hat, weil ich viel zu nervös und zu unruhig war und wusste nicht, was das sein soll. Und habe aber dadurch den Zugang zum Buddhismus auch bekommen, der mich sehr interessiert hat. Sie, mit 13 wollten Sie dann auch nicht mehr in Religionsunterricht? Warum das nicht? Ich wollte ganz profan aus dem Religionsunterricht austreten, weil ich gefunden habe, dass der Unterricht so langweilig ist. Und dann hat mir die Schulleitung gesagt, dass die Kritik an der Art des Religionsunterrichts kein Grund ist, auszutreten. Sondern das müsste also schon mehr dahinter sein. Und dann bin ich drin geblieben bis 25 und bin dann aus der Kirche ausgetreten. Auch mit aus dem Grund, wie die, sagen wir mal, welche Rolle die Frauen dort spielen. Auch deswegen wegen der Vergangenheit auch der Kirche und wegen der Tatsache, wie viele Dinge da gehandhabt werden. Das hat mir nicht gefallen. Was aber oft verwechselt wird mit Atheismus. Das geht nicht Hand in Hand. Ne? Außerhalb der Kirche zu sein, heißt nicht Atheist zu sein. Muss nicht sein. Ne? Ja. Und innerhalb der Kirche zu sein, heißt nicht unbedingt Christ zu sein. So ist haben es Sie auch. Recht. Ja. Gebe ich auch das ist richtig. Natürlich. Würden Sie denn sagen, dass die Dinge, wegen denen Sie damals ausgetreten sind, Sie haben das ja kurz gesagt, wie die Frauen da gelten, sind das immer noch die Dinge, die Sie aufregen oder hat sich da was verändert? Ich muss dazu sagen, ich bin toleranter geworden. Ja? Ich würde niemand jetzt meinen Glauben oder nicht glauben oder was aufdrängen. Ich würde aber sehr gern mit jedem darüber diskutieren. Also Sie sind ein sehr spannender Diskussionspartner und Sie sitzen am anderen Ende der Fahnenstange quasi. Antipod, also das sieht im Moment so aus, Achse, das stimmt. Ja. Aber ungemein spannend. Ja, ja. Und wo sind Sie? Sie glauben, sind nicht er? Ich...
Ich beschäftige mich mit den verschiedenen Ausformungen der Religionen, dass zum Beispiel eben der Buddhismus sagt, das Ziel ist das rechte Leben, du sollst das rechte Handeln, also nicht rechtspolitisch, sondern das rechte Handeln. Und dann, dann kommst du nicht, du musst das rechte Handeln und dann kannst du die Konsequenzen auch gut leben. Sie haben auch den Koran gelesen im Urlaub, glaube ich. Was haben Sie aus der Lektüre mitgenommen? Also ich habe das Einzige, was mir noch fehlt, ist der Talmud, den habe ich noch nicht gelesen, aber ich habe den Koran, die Bibel, Altes Testament, haben wir einen Bibelkurs gemacht drüber, weil da stehen also horrende Sachen drin, die sich lohnt auszugraben. Zum Beispiel, du sollst kein Aas essen, du sollst es an einen Ausländer verkaufen. Das ist aber lange her. Also sollte man nicht wörtlich nehmen. Nicht wörtlich, auf keinen Fall. Solche Dinge, ich habe die aber auch im Koran gefunden, was wohl wissend, dass er heilig ist und man nicht drüber sprechen darf. Aber ich habe Dinge drin, und ich sage das mal, ich steige mal in die Pfütze. Ganz öffentlich und sage, ich habe da also Dinge drin gefunden, wo mir schon Himmelangst wurde, ja, was man den Ungläubigen zu geschehen hat. Und zwar genauso viel Angst wie im Alten Testament. Frau Rauenstein, Sie haben vor 3,5 Jahren einen Sohn verloren, er gilt als tot. Ihr Sohn ist in den Dschihad gezogen, in den sogenannten Heiligen Krieg. Nehmen Sie denjenigen, die ihn dorthin gebracht haben, immer noch übel? Natürlich. Das tue ich schon. Ich nehme es aber nicht. Also ich sage, ich habe meinen Sohn an den Glauben verloren, aber ich bin jetzt nicht gegen den Glauben. Ich akzeptiere den Glauben, ich akzeptiere alle Muslime, aber ich hasse den Radikalismus und die Leute, die dafür verantwortlich sind. Sie hatten 3 Kinder, 2 Söhne, eine Tochter. Ihr erster Mann kam aus Tunesien. Ja. Der war nicht besonders gläubig, wie Sie es ja auch schon beschrieben haben. Sie haben sich relativ früh getrennt. Wann haben Sie gemerkt, dass Ihr Sohn sich interessiert hat für die Religion und für den Islam in dem Fall? Also, dass er sich für die Religion interessiert hat, ist völlig klar. Sein Vater ist Muslime, also ist Moslem. Und daher interessiert ihn natürlich der Glaube seines Vaters. Und er hat dann zu dem Glauben konvertiert, er ist zu dem Glauben konvertiert und hat aber auch meine Unterstützung gehabt und die der ganzen Familie. Ich akzeptiere jeden Glauben. Ich bin da sehr offen, wir sind alle sehr offen in unserer Familie. Bis zu einem Zeitpunkt, wo er anscheinend Leute kennengelernt hat, beim Kampfsport natürlich, ist bekannt, dass man dort leider Gottes, dass dort sehr viele radikale Menschen hingehen. Ja, und diese Verwandlung dann ist mir nicht ganz so aufgefallen, weil ich habe immer alles akzeptiert, was er macht und dachte, das gehört jetzt halt so. Welche Zeichen dieser Verwandlung haben Sie denn registriert? Naja, das war zum einen, die Kleidung hat sich verändert, hat sich stark verändert, alles Westliche war verpönt, kein Fernseher mehr, kein Motorrad mehr, ja, wie gesagt, die Kleidung. Hat er auch von Ihnen erwartet, dass Sie sich verändern? Nicht wirklich. Es waren kleine Versuche da, aber er konnte mir das nicht aufzwingen. Es gab sehr viele Diskussionen. Haben Sie mit ihm diskutiert? Haben Sie sich dann über den Glauben informiert in dieser Zeit? Nicht wirklich. Also die Dinge, die er sich anschaut, ich nenne es beim Namen. Also es gibt da diesen Hassprediger, den Peer Vogel, der ja sehr bekannt ist, ja. Ich wusste zur damaligen Zeit nicht, wer das ist. Und ich diskutiere überhaupt eigentlich nicht sehr gern über den Glauben. Ich bin da eigentlich ganz falsch in dieser Sendung, wenn wir hier über den Glauben diskutieren, weil ich bin nicht gläubig. Ja? Und diese Diskussionen führen zu nichts mit mir. Und deshalb sind Sie da auch mit Ihrem Sohn gar nicht drauf eingestiegen? Zumindest anfänglich schon, aber irgendwann ging das einfach zu weit und ich habe diese Gespräche abgebrochen, habe aber nicht die Dramatik dahinter gemerkt und verstanden. Machen Sie sich da Vorwürfe, dass Sie vielleicht hätten mehr registrieren können im Nachhinein? Natürlich mache ich mir Vorwürfe, nur mit dem Wissen, das ich heute habe. Und es gibt ja auch eine Selbsthilfegruppe mittlerweile in Österreich, ja, die es damals ja noch nicht gab. 2009, als mein Sohn nach Pakistan rekrutiert und hingebracht wurde, ja, er war damals 16,
gab es überhaupt keine Informationen darüber. Man sah nichts in den Medien. Man konnte nichts googeln, wo kann ich mich hinwenden. Es war niemand da. Beschreiben Sie das ruhig nochmal. 2009 haben Sie gesagt, erinnern Sie sich noch an den Tag, als er verschwunden ist? Mhm. Ja, natürlich. Also, er hat einen Abschiedsbrief hinterlassen, weil ich und meine Familie waren im Urlaub. Und als wir zurückgekommen sind, fand ich den Abschiedsbrief vor. Was stand da drin? Ja, also ich habe den Brief jetzt auch hier. Ich habe mir nicht wortwörtlich alles gemerkt. Also er muss uns leider verlassen, weil er studieren geht und er wird wahrscheinlich nicht mehr wiederkommen. Er liebt uns alle sehr. Er hat sich auch entschuldigt dafür, aber er kann nicht anders. Er muss gehen, er muss diese Sache machen. Und was haben Sie dann gemacht? Ja, ich war eigentlich sehr traumatisiert und habe eine Vermisstenanzeige gemacht und in weiterer Folge dann sehr intensiv mit der Polizei zusammengearbeitet. Und dann haben Sie rausgefunden, dass er erstmal nach Pakistan gegangen ist? Ja, das habe ich rausgefunden, ja. Nicht die Polizei. Und wie war das? Wie lange haben Sie dann nichts von ihm gehört? Ich habe exakt ein Jahr lang nichts von ihm gehört. Ich wusste nicht, ob er noch lebt oder ob er schon gestorben ist. Es war eine schlimme Zeit. Und dann, was? Nach einem Jahr exakt hat er sich telefonisch bei mir gemeldet, in meiner Arbeit. Ja, hallo Mama, ich bin's, dein Sohn. Das war wahrscheinlich das heftig. War heftig, ja. Nach einem Jahr. Ja, sehr. Aber ich war auch sehr glücklich darüber, dass er noch lebt. Haben Sie dann regelmäßig telefoniert? Nicht regelmäßig, nein. Mhm. Hat er ihn denn beantwortet? Sie haben ihn ja wahrscheinlich gefragt, ja. Wo bist du, Sohn, nein, was machst du? Hat er nicht, nein. Nee? Er hat mir keine Fragen beantwortet. Er hat sehr, sehr viele Fragen gestellt. Also man konnte schon hören, dass eine große Sehnsucht in ihm ist, auch wieder nach Hause zu kommen, es aber nicht geht, es nicht möglich ist. Wie gesagt, er gilt als tot. Wie haben Sie davon erfahren? Es gab ein Video im Internet auf YouTube, ein sogenanntes Märtyrervideo, das der Polizei zugespielt wurde. Das weiß ich nicht genau, wer das war, wie das geschehen ist. Und der Verfassungsschutz hat mir dann gesagt, dass es das Video gibt und dass mein Sohn gestorben ist. Und wenn ich möchte, könnte ich es mir ansehen. Haben Sie es sich angeschaut? Nein, habe ich bis heute nicht, nein. Wissen Sie denn bis heute, was da auf dem Video zu sehen ist? Ich weiß es nicht, ich weiß es nur von Erzählungen her, von seinem Vater, der hat sich's angesehen. Es sind ein paar Sequenzen angeblich oben, die ihm zeigen, wie er in Afghanistan, Pakistan, er war am Grenzgebiet in Waziristan, wie er gelebt hat dort. Also nicht in Kampfhandlungen, sondern in schönen Dingen wie in der Wiese liegen, auf einem Pferd reiten, bei einem Wasser sitzen, also nur schöne Dinge. Und dann sehr lange, also seinen Leichnam. Und wenn Sie jetzt darauf gucken, erstmal haben Sie sich dann psychologische Hilfe geholt? Natürlich, weil ich glaube, sowas war sehr notwendig, ja. Völlig ja. Durch, ne? Ja, ja. Und wenn Sie jetzt darauf gucken, ist es für Sie auch eine Schwierigkeit, nicht genau zu wissen, wie ist er gestorben? Und was ist da eigentlich passiert in dieser Zeit? Schwierigkeit ist das falsche Wort. Macht es Sie mürbe oder fragen Sie sich das? Nein, ich würde es gern wissen. Mhm. Es ist eine gewisse Problematik da, aber es ist jetzt in dem Sinn keine Schwierigkeit und ich befasse mich auch nicht täglich mit dieser Frage. Fragen Sie sich denn auch manchmal, ob er vielleicht auch im Namen des Glaubens Verbrechen begangen hat? Weil auch das wissen Sie ja nicht, ne? Was er dort wirklich gemacht hat. Die Frage stelle ich mir schon, natürlich. Man weiß bis heute nicht, welcher Gruppierung er angehört hat. Also er ist gemeinsam mit einem Freund ausgereist, der den deutschen Taliban Mujahedin angehört hat. Also ich weiß es nicht, wem er angehört hat. Er hat in einem Dorf gelebt, dann in Afghanistan. Ich weiß es nicht. Und welchen Rat würden Sie Eltern geben, die in so einer Situation sind, dass sie nicht wissen, wohin geht's gerade mit meinem Sohn? Ja, es ist ja heute so, dass eben diese Selbsthilfegruppe in Österreich gibt. Das heißt, man findet sie im Internet. Und wenn heute Eltern googeln und Rat suchen, finden sie diese Seite, in dem Verein ich selber mitarbeite. Und wir haben da sehr gute Fachleute.
einfach beobachten und mit den Kindern viel reden und sich für die Religion interessieren und für die Kinder da sein und sich sehr viel Zeit nehmen. Und ich denke, man muss wirklich versuchen, alles zu machen, um den jungen Menschen zu helfen, weil die sind komplett falsch orientiert, ja, komplett. Vielen Dank bis hierhin schon mal, Frau Reuenstein, und danke dafür, dass Sie das mit uns geteilt haben hier schon mal. Von uns im Nachtcafé. Ich glaube zum Beispiel, dass es sehr wichtig ist, über Religion zu reden. Also die letzten Weisheiten, die wird man wahrscheinlich nie rausbekommen, aber dass es wichtig ist, auch um die Kinder zu schützen, ideologisch. Weil mir die Diskussionen mit meinem Vater, meine Mutter hat eher Statements gegeben, hat gesagt, so ist es. Und mit meinem Vater konnte ich sehr viel diskutieren. Und bei meiner Suche nach der Religion habe ich mich zum Beispiel auch für Scientology interessiert. Habe da mal einen Kurs mitgemacht, weil es mich interessiert hat, und bin weg, weil es mir zu langweilig war. Ich war immun. Man ist immun dann. Oder mein Sohn zum Beispiel habe ich nicht getauft, weil ich wollte, dass er sich seine Religion mit 10 ungefähr selber aussucht. Der ist katholisch geworden. Herr Barkow, Ihr Vater kämpft gegen den Islamischen Staat im Nordirak. Der ist nur ab und zu Hause. Haben Sie manchmal Angst davor, dass er im Irak sein Leben verliert und nicht mehr zurückkommt? Sicher, klar. Das ist bei uns auch ein großes Thema. Ich habe mich damit abgefunden, beziehungsweise freunde mich mit dem Gedanken an, dass er nicht wiederkommt, um die Enttäuschung zu reduzieren. Ich versuche auch das Gefühl zu vermitteln, habe auch meiner Mutter gesagt, mach dir nicht zu große Hoffnung. Und ja. Also Sie leben da ohne Illusionen, wenn man so will. Also, wir versuchen es. Mhm. Wir versuchen es. Sie sind als einjähriger Kriegsflüchtling mit Ihren Eltern nach Deutschland gekommen. Ihre Familie fand da vor 20 Jahren Zuflucht vor dem damaligen irakischen Regime. Sie haben einen Großteil Ihres Lebens ja in Deutschland gebracht. Wo ist Ihre Heimat? Definitiv und mit Sicherheit ist Deutschland auch eine Heimat. Sie gehört dazu, und ich denke, wenn ich in Kurdistan wäre, im autonomen Kurdistan, und wenn diese Problematik auf Deutschland treffen würde, würde ich mit Sicherheit auch zurück nach Deutschland finden, um hier die Qualifikation auszuüben, die ich in Kurdistan erlernt habe. Genau das habe ich hier gemacht. Mhm. Ich durfte in Deutschland aufwachsen, in Frieden. Ich durfte mich hier qualifizieren. Ich studiere jetzt Wirtschaftsrecht in Osnabrück. Und ich finde, jetzt ist die Zeit gekommen, zurückzugehen in meine Heimat. Und dort meine Qualifikation auszuüben und den Menschen zu helfen, den richtigen Weg zu finden, wieder aufzubauen, was aufzubauen ist. Und, Als die Jesiden im Nordirak angegriffen wurden vom Islamischen Staat, da hat Ihr Vater ja gesagt, ich gehe da runter, ich kämpfe gegen Sie. Haben Sie das sofort verstanden? Sie haben ja gesagt, Sie hatten ein sicheres Leben hier, dass er Sie und Ihre Familie verlassen hat. Wir wurden ja damit aufgewachsen. Also wir kennen ja Politik. Immer im Wohnzimmer läuft Al Jazeera. Das ist ein arabischer Nachrichtensender. Der läuft rundum jeden Tag. Wir haben 27 Familienangehörige verloren. Mein Vater war schon mal verheiratet, hatte 4 Söhne und eine Tochter. Die hat er im Krieg verloren. Insgesamt 27 aus unserer Familie. Ich habe keine Cousins oder sonst was. Wir sind hier in Deutschland aufgewachsen. Und das hat mich nicht groß gewundert, als er dann irgendwann beschlossen hat, ich fliege zurück nach Kurdistan und kämpfe jetzt gegen den Islamischen Staat. Wollten Sie mit ihm gehen? Sicher, klar. Ich wollte mit. Er hat natürlich verneint, gesagt, nein, du kommst auf gar keinen Fall mit. Dann bin ich erstmal in Deutschland geblieben. Was hat Ihre Mutter gesagt? War die froh? Ja, ich habe irgendwann versucht, jetzt darüber, dass mein Vater geflogen ist oder dass ich geblieben bin. Dass Sie geblieben sind? Ja, ich habe erstmal versucht, wir saßen alle in der Küche und ich habe versucht, mich so ein bisschen an das Meinungsbild meiner Mutter ranzutasten und gefragt, so scherzhaft, ich fliege nach Kurdistan und kämpfe gegen den IS. Und da habe ich gemerkt, dann kam so eine Welle auf mich zu und habe ich gemerkt, okay, wenn ich tatsächlich so etwas beabsichtige, dann würde ich meiner Mutter nicht Bescheid sagen. Sie würde natürlich blockieren. Habe auch bei meinen Brüdern und Freunden versucht, gesagt, ey Jungs, es ist Zeit, wir müssen zurück in unsere Heimat. Und anfänglich war das so, dass sie gesagt haben, ja, wir machen das. Und dann fing das an, als wir konkreter wurden, ey, wir buchen jetzt die Flüge, wir lassen uns abholen, organisieren jetzt ein bisschen was. Fing das an, ich habe noch eine Klausur, ich muss arbeiten, dann habe ich irgendwann gemerkt, das bringt nichts. Und wenn wir wirklich zurück wollen, dann Ticket buchen und
Was sagen Sie denn grundsätzlich dazu? Auch eine Frage an die anderen. Der Islamische Staat wird ja vom UN-Sicherheitsrat als terroristische Vereinigung eingestuft. Dem haben sich viele Länder angeschlossen. Verstehen Sie das, dass er sich da seinem Vater anschließen will? Wie bewerten Sie das, also diesen Wunsch? Ich persönlich, ich bin ein Angsthase und ich würde, das hängt auch mit meiner Biografie zusammen, ich würde nie auch nur den Gedanken haben, irgendwo in den Krieg zu ziehen. Und ich habe jetzt nicht ganz verstanden, hättest du eher vor, in deine Heimat zu gehen oder die Heimat deiner Eltern, um dort zu studieren oder um tatsächlich dich diesem Kampf zu stellen? Es geht um den Kampf. Es geht jetzt aktuell um den Kampf gegen den IS. Ja, also da kann ich also nur sagen, Sie würden auch eine Waffe in die Angst. Hand nehmen wollen und mit Ihrem Vater zusammen kämpfen. Das ist das, was Sie vorhätten? Wenn es sein muss, um die Zivilisten zu beschützen, sicher. Herr Jaschke. Also im Namen des Glaubens soll man keinen Krieg führen, das ist klar. Aber dass die zivilisierte Menschheit sich dagegen wehrt, dass solche Untaten und Gräuel begangen werden, das ist eine Pflicht. Diese Wehrhaftigkeit muss angemessen ausgeübt werden, mit Mitteln, die gerecht sind, die auch durch die UNO und so weiter legitimiert werden. Aber wir können dem nicht tatenlos zusehen. Was den IS angeht, muss man zur Ehre der Muslime sagen, 120 Gelehrte haben sich von dem Abu Akil distanziert. Aber das sind 120 Gelehrte. Wer kennt den Brief, den die vor einem halben Jahr geschrieben haben? Da haben sie gesagt, was du machst, entspricht nicht dem Islam. Und wenn du dich zum Kalifen erheben willst, dann begehst du ein Unrecht und so weiter. Aber da möchte ich noch stärkeren Widerspruch hören. Und insgesamt, denke ich, müssen wir alle uns wehren gegen einen Terrorismus, der unter einem falschen Etikett läuft und nichts mit Religion zu tun hat. Ja, ja, bin ich ganz bei Ihnen. Da müssen wir volle Zustimmung. Und da müssen wir hier in Deutschland den Kurden und in allen Siedlungsgebieten wirklich dankbar sein, dass sie diesen Mut aufbringen, sich selbst ihr Leben aufs Spiel setzen, sterben dafür, um hier dem IS die Stirn zu bieten. Natürlich jetzt auch mit deutscher Unterstützung. Wir liefern Waffen an die Peschmerga, aber den Mut, dort zu kämpfen und dort vor Ort zu versuchen, den IS zurückzudrängen, den haben die Kurden. Und ich habe in Stuttgart selber viel mit den kurdischen Gemeinden dort zu tun, mit denen, die aus allen Siedlungsgebieten dort kommen. Ich weiß, dass, ähnlich wie Ihr Vater, Sie das machen, dann auch regelmäßig Hilfstransporte von Stuttgart, von Baden-Württemberg aus in diese Regionen gehen. Und da muss ich sagen, alle Hochachtung. Es hilft uns sehr, sehr viel. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass auch die internationale Gemeinschaft auch, sage ich mal, dort mehr sich im Kampf auch gegen den IS stellt, muss ich ehrlich sagen. Frau Fitz? Also, das ist ja ein schwieriges Thema. Ich habe im Kabarett das an einer Stelle zugespitzt, wo die Journalisten sagen, dass das so einen Mainstream gibt, der sagt, Hauptsache die USA sind die Guten, die Russen die Bösen, die Moslems Terroristen und der blöde Bürger bleibt blöd. Das ist ein Satz, da muss man länger verdauen. Ich glaube, und ich spreche es halt auch einfach aus, dass Abu Bakr al-Baghdadi seinen Ursprung nicht da hat, wo man ihn vermutet, im Glauben. Doch, er hat in Teheran studiert, eine Ausbildung gemacht, in Theologie. Solche Leute werden ja auch rekrutiert Theologie. Dann. Ja. Sondern der ist auch bisschen was wie der Bin Laden 2. Ja. Wenn man die anschaut, die Gebiete, die der Bin Laden besetzt, der Bin Laden war früher guter Freund, auch wie Taliban, wenn man auch Rambo 3 anschaut, okay. Taliban und Sylvester Stallone waren immer gute Freunde. Aber er war Banker, der Bin Laden. Und wenn die USA nichts mehr braucht, Freund, dann Feind, dann tot. Also man muss ein bisschen schauen, es ist so ein bisschen eine CIA-Vogelscheuche, die aufgebaut ist und sie kriegen den Geist nicht mehr in die Flasche zurück. Mit Geld und Waffen von der CIA. Eine Sache. Ich würde gerne bei Ihnen weitermachen. Weil es zurück, wo das herkommt. Ich würde jetzt gerne bei Ihnen weitermachen. Sie organisieren Hilfe. Wie machen Sie das? Wir haben jetzt Our Bridge gegründet. Das ist der Verein, den wir jetzt im autonomen Kurdistan gegründet haben. Der IS hat Tausende von Menschen hingerichtet, Tausende von jesidischen Menschen. Und bis zu 5000 jesidische Frauen und Mädchen sind noch in IS-Gefangenschaft. Es gibt Tausende von Kindern, die verwaist sind und wir haben unzählige Witwen. Wir kategorisieren diese Menschen in den Flüchtlingscamps nach der Bedürftigkeit. Wir nehmen Waisen, Witwen und Menschen mit Behinderung auf und versuchen sie an Menschen nach Deutschland und Europa zu vermitteln. Sie waren ja schon einige Male vor Ort und Sie haben auch eine Kamera mitgenommen und einige Ausschnitte aus dem, was Sie dort gedreht haben, zeigen wir jetzt.
nichts Schöneres auf der Welt, als für die Freiheit seines Volkes mitzukämpfen, egal auf welcher Weise. Die Familie wohnt jetzt hier in ihrem vom IS gesprengten Haus. Wie viel Böses kann ein Mensch in sich haben, dass er sowas verursachen kann? Wir warten jetzt auf die IS. Hier wird das Feuer erwidert. Wir haben hier noch einen zweiten Checkpoint. Gerade wo ich weg war, ist genau in der Toilette, wo ich vor 10 Minuten noch gepinkelt habe, eine Artillerie eingeschlagen. Wir haben hier ein kleineres Camp, hier sind ungefähr 50 bis 150, 200 Menschen. Und an die haben wir einige Hilfsgüter rübergebracht und die bekommen jetzt auch. Wir sind Kinder, die haben Hunger. Das kann man nicht essen, das ist hart wie Stein. An dieser Stelle schöne Grüße an meine Familie und auf Wiedersehen. Herr Barko, es ist irgendwie bei mir... Bei mir hinterlässt das trotzdem irgendwie so ein Fragezeichen. Ich sage das auch so direkt. Also man merkt, Sie sind beteiligt, man merkt, Sie helfen, aber Sie moderieren da auch in gewisser Weise vor der Kamera. Macht Ihnen das auch Spaß, das, was wir gerade gesehen haben? Es ist sowas, dass ich den Eindruck habe, dass es so ist. Das Ganze entsteht aus der Notwendigkeit. Wissen Sie, ich habe ein schönes WG-Zimmer hier in Osnabrück. Und wir hatten letzte Woche, immer noch Maiwoche, wir hatten Exkursion. Ich habe ein wunderschönes Leben hier in Deutschland und es entsteht nicht aus Spaß. Und es entsteht auch nicht aus einem Überfluss von sozialem Engagement. Es entsteht einfach aus der Notwendigkeit heraus. Das ist auch der Grund, weshalb ich zurück in die Heimat fliege und nicht im Namen des Glaubens. Das ist ja Thema dieser Sendung. Aber können Sie nicht der Welt und den Menschen mehr nützen, wenn Sie jetzt das Wirtschaftsrecht weiter studieren und am Leben bleiben? Also wenn Sie dorthin fahren und im besten Willen was zu tun und im nächsten Moment vielleicht... Wer dokumentiert sind? Es gibt niemanden, der stellvertretend für mich rüberfliegt und die Lage der Menschen dokumentiert. Die Presse, ja. Wir haben das mit der Zeit anerkannt, wir haben das jetzt akzeptiert. Die Presse berichtet nicht mehr. Ja. Erst gestern haben wir einen Anruf bekommen. Ich stehe im ständigen Kontakt mit den Menschen. Von einem jesidischen Mädchen, das in IS-Gefangenschaft ist, und das am Telefon um Hilfe bettelt und ständig davon erzählt, wie sie vergewaltigt wird. Es gibt etliche Videos, die ich auch auf Facebook poste. Das sind keine Seltenheiten. Und ich denke, das hat weniger mit Spaß als mit Notwendigkeit zu tun. Frau Rauenstein, wie empfinden Sie das als Frau, die ihren Sohn verloren hat in Kämpfen, wenn Sie das hören? Also auf der einen Seite verstehe ich das schon, was du sagst, aber also es hat mich irgendwie wie ein Blitz durchfahren, wie du gesagt hast, du würdest es deiner Mutter nicht sagen, wenn du weggehst. Warum würdest du das nicht sagen? Weißt du eigentlich, was du damit antust? Ich denke, meine Präsenz für das Volk ist wichtiger als... Es ist schon wichtig, aber deine Mutter ist ja auch sehr wichtig. Die Kinder, die Mütter in Kurdistan verlieren. Die Mütter sind ja nicht weniger wert als meine Mutter. Nein, natürlich nicht. Das ist so persönlich. Mir selber tut das auch sehr weh. Aber ich muss effizient und effektiv denken. Wie kann ich einen höchstmöglichen Nutzen für diese Menschen vor Ort verursachen? Und wenn es sein muss, dass ich meine Mutter anlüge, um in diese Region zu kommen, dann gehört das auch dazu. Blenden wir noch mal zurück in die Zeit, um Sie noch mehr kennenzulernen vor diesem Krieg. Das Jesidentum kennt ja keine Bibel, kennt keinen Roman, kennt gar keine Schriften. Wie überliefert sich Ihr Glaube? Das Ganze mündlich. Mhm. Von? Genau, von Generation zu Generation, von Vater, von Würdenträger zu Würdenträger. Mhm. Jetzt noch eine Frage, weil Sie auch sagen, Sie sind lange hier, Sie sind integriert, Sie studieren hier. Sie hatten auch mal 4 Jahre eine deutsche Freundin. Konnten Sie das zu Hause sagen? Mein Vater nicht. Mhm. Meine Mutter anfänglich auch nicht. Nach einer Zeit wurde das zur Gewohnheit. Meine Mutter hat mich dann irgendwann unterstützt. Mein Vater wusste das auch irgendwann. Warum durfte Ihr Vater das nicht wissen? Mein Vater hat sich gewünscht, dass ich intern im Religionskreise jemanden finde, denn im Jesidentum ist es, man kann nur als Jeside geboren werden und man darf keine Nicht-Jesiden heiraten. Man hat natürlich die Möglichkeit, das ist gesellschaftlich nicht anerkannt, wenn man zum Beispiel aus der Gemeinschaft austritt. Man kann aber jederzeit austreten. Haben Sie sich da zerrissen gefühlt in der Zeit? Sicher, klar, ich musste mich entscheiden zwischen Identität und Wurzel und woher ich komme und einer Liebe.
die ich irgendwann kennengelernt habe. Sie haben sich in gewisser Weise im Namen des Glaubens von ihr getrennt, kann man das so sagen? Das nicht, das war nicht der Grund der Trennung. Das war natürlich auch eine große Überlegung und auch ständig Thema. Mhm. Ich wusste natürlich, ich hatte immer die Gewissheit, dass ich zu jedem Zeitpunkt aus meinem Glauben austreten kann. Das wäre dann der Preis dafür, um sie zu heiraten oder mit ihr den Rest meines Lebens zu verbringen. Die Möglichkeit hatte ich und die Gewissheit war immer auf meiner Seite. Also Sie können auf jeden Fall keine deutsche Freundin heiraten, sonst können Sie kein Jeside mehr sein in dem Sinne. Was ist noch wichtig? Wen können Sie heiraten? Auch da gibt es ja Einschränkungen, Kasten und so weiter. Genau. Also es gibt ein Kastenwesen bei uns im Jesidentum. Es gibt einmal die Schers, Mediz und Pieps, das sind diese Kastenwesen. Und innerhalb dieser Kaste wird geheiratet. Es gibt 1 Million Jesiden weltweit. Und ja. Und du würdest dann nur innerhalb dieser Kaste heiraten? Und was wäre, wenn du eine Frau außerhalb der Kaste kennenlernst, dich unsterblich in die verliebst? Was wäre wichtiger, die Religion oder die Frau? Das muss man jeden persönlich fragen. Ich denke, ja, das frage ich dich persönlich. Ich würde es einfach gerne wissen aus dem Interesse. Es ist eine gute Frage. Gott sei Dank, ich hatte diese Konfrontation noch nicht. Okay. Ich war nah dran, hatte sie aber noch nicht. Es hängt dann wahrscheinlich von der Frau ab. Von der Intensivität. Gute Antwort. Ja, genau. Herr Jaschke. Ich möchte Sie aber auch und alle jungen Leute dazu einladen, Glaube, Religion kann nur im Raum von Freiheit wachsen. Und wenn Religion solche Zwänge ausübt, kann das nicht der letzte Stand der religiösen Entwicklung sein. Aber dagegen müsst ihr auch in kluger Weise kämpfen und vorgehen. Religion, die Menschen so gefangen nimmt, ist ein Zwangssystem. Und das aber tut dem Menschen nicht gut, das schadet dem Menschen. Aber es trägt auch zur Verhetzung der Menschen untereinander bei. Ja? Könnte es denn nicht sein, dass Religion sich ja oft auf eine höhere Instanz berufen, auch an etwas sagen, dass man etwas beitragen kann zu einem Leben nach dem Tod, dass das etwas auch ist, Verantwortung während dieser Zeit abzugeben, sich etwas zu erarbeiten für die Zeit nach dem Tod, was auch empfänglich macht? Das macht empfänglich, aber es ist auch für Ideologie. Radikalisierung? Und es ist falsche Ideologie. Wenn wir sagen, wenn du das machst, kommst du in den Himmel oder in die Hölle, dann nutzen wir Gefühligkeiten, Bravo. Ängste des Menschen aus. Ja. Das dürfen wir nicht tun. Ja. Ja. Aber was ist denn, ich würde schon gerne mal wissen wollen, was ist denn mit der Stellung Homosexueller innerhalb der katholischen Kirche? Das ist ein neues Thema, Kirche. Können wir gerne reden. Aber das ist ein wichtiges Thema, ja, weil Sie gerade das als falsche Ideologie bezeichnen. Und ich finde, genau diese falsche Ideologie findet ja teilweise zumindest auch im Katholizismus statt. Also, ja, Herr Müller, Sie wünschen sich das, Ihr Wunsch ist uns Befehl. Ja. Wir kommen zu Herrn Kaufmann. Herr Kaufmann, Sie sind CDU-Bundestagsmitglied, Sie leben in Stuttgart. Sie wollten mit Ihrem Mann auch eine kirchliche Zeremonie für Ihre Partnerschaft. Warum ist Ihnen und war Ihnen der kirchliche Segen wichtig? Gut, also kann ich sagen, wir sind beide christlich erzogen. Wir waren beide Ministranten. Ich war Sternsinger. Wir sind Kirchgänger gewesen, 45 Jahre lang. So als immer regelmäßig in Gottesdienste gegangen. Ich gehe im Bundestag in Gottesdienste zu entsprechenden Festtagen. Also mir war dieser Glaube wichtig. Uns war dieser Glaube wichtig. Der hat auch unsere Beziehung immer getragen, die jetzt immerhin fast 15 Jahre alt ist. Und von daher war für uns klar, dass es nicht allein die eingetragene Lebenspartnerschaft beim Standesamt für uns einen Wert hat, sondern wir wollten in der Tat das auch vor Gott besiegeln und wollten dazu eine kirchliche Segnungsfeier durchführen. Mussten Sie erfahren, dass diese Sozialisation in der Kirche Sie vor Ausgrenzung nicht schützt? Natürlich gab es Ausgrenzungen und man fühlt sich eben in der katholischen Kirche als offen Schwuler, wenn man sich gerade dann konkret auch um eine solche Segnungsfeier bemüht, aber auch in anderen Situationen fühlt man sich eben ausgegrenzt. Und insofern sollte natürlich dieser Gottesdienst, wie er jetzt auch dann Gott sei Dank stattgefunden hat, auch ein Stück weit ein Signal sein, ohne das jetzt als ein Politikum zu einem Politikum zu machen, aber es soll schon auch ein Stück Signal sein in die Kirche hinein, um eben anderen Homosexuellen einen Weg zu ebnen, ihre Liebe vor Gott eben auch öffentlich dokumentieren zu können. Auf jeden Fall. Heimlich passiert in der katholischen Kirche, in der evangelischen Kirche sehr vieles. Wird auch vieles geduldet. Aber sobald es öffentlich wird, und bei uns muss das öffentlich werden, weil ich eine öffentliche Person bin, dann sieht es eben sehr viel schwieriger aus. Es gab ja zunächst auch einen Gemeindepfarrer, der da mitmachen wollte. Es gab ja auch andere, die gesagt haben, wir würden es machen, aber nicht öffentlich. Ist das nicht praktizierte Doppelmoral zu sagen,
heimlich würden wir es machen, öffentlich aber nicht. Große Spezialität der Kirche. Naja, können wir auch noch lange darüber diskutieren. Jeder Mensch hat eine Doppelmoral, die schöne Seite und die andere Seite, die er nicht so gerne zeigt. Da ja, wir bei ganz aber bleiben wir jetzt konkret bei dem Ball. Moment, wenn bei Sie mich Fall. Direkt anmachen, dann muss ich das auch zurückgeben. Sag nur was. In aller Freundschaft natürlich und mit Humor. Gerne. Das ist doch klar. Also Doppelmoral. Die katholische Kirche hat gelernt natürlich, wir alle lernen, Verteufelungen von Homosexuellen hat es in der katholischen Kirche eigentlich nie gegeben. Sie wurden immer irgendwie geduldet. Nein, ja, hören Sie doch mal zu. Nein, Herr Jaschke, wir sind als Sünder geduldet. So muss man sagen. Hören Sie doch mal zu. So steht es im Katechismus. Gesetze gegen Homosexuelle hat es nie in katholischen Ländern gegeben. Aber wir sind in Entwicklungen, die weitergehen müssen. Die katholische Kirche sagt im Prinzip heute, jeder homosexuelle Mensch ist ein Kind Gottes, so wie jedes andere auch. Das Gott hat ihn so gewollt und Gott hat ihn so gerne, Gott liebt ihn. Und wenn Sie verantwortlich mit Ihrer Sexualität umgehen, verantwortlich heißt in personaler Beziehung, in Bindung und so weiter, nicht vagabundierend und nicht andere Leute schädigend, dann ist das, was Sie in Ihrer... Ja, natürlich kann man andere Leute schädigen. Das ist eine Frage der Selbstbestimmung, ob er vagabundiert oder nicht. Ja, natürlich. Er hat doch die katholische Kirche nicht mitzureden. Moment, ich kann ihm doch einen Rat geben und sagen, ja, wenn du Christenmensch sein willst, dann rate ich dir das. Ratschläge sind auch schlagen. Es gab eine Stellungnahme... Aber ich will eben weiterreden. Segensfeiern, darüber muss man lange diskutieren. Wir möchten nicht als Katholiken, dass eine Homo-Ehe wie eine Ehe von Mann und Frau als Ehe vor der Kirche geschlossen wird. So weit möchten wir nicht gehen. Hätten Sie mir Segen erteilt? Aber Partnerschaften anerkennen, den Segen hätte ich sicherlich auch privat erteilt, sage ich mal, im kleinen Kreis. Sie haben ja auch ein Politikum draus gemacht. Sie wollten den Bischof gleich gewinnen. Es gab eine, wenn Sie den Bischof ansprechen, es gab eine Stellungnahme. Moment, da muss ich jetzt aber wirklich, Herr Jaschke, widersprechen. Ich wollte nicht den Bischof gewinnen. Wir hatten mit unserem Gemeindepfarrer einen Dankgottesdienst, ein Format entwickelt, sage ich mal, das manche katholische Priester auch innerhalb des katholischen Kirchenrechts für zulässig erachtet hätten. Das wurde sozusagen denunziert. Also wir wurden sozusagen beim Stadtdekan angeschwärzt, nach dem Motto, da ist ein solcher Gottesdienst geplant. Daraufhin wurde der Diözesanbischof eingeschaltet und hat dann diesen konkreten Gottesdienst 7 Wochen vor dem Termin untersagt. Mit folgender Stellungnahme von Gebhard Fürst. Einer Segnungsfeier in einer katholischen Kirche könne nicht zugestimmt werden, denn es bestehe die hohe Wahrscheinlichkeit, dass in der Öffentlichkeit der Unterschied zwischen einer Segnung homosexueller Paare und dem Ritus einer sakramentalen Trauung von Mann und Frau nicht wahrgenommen werde. Laut katholischer Kirche gehören zu einer Familie Mann und Frau. Homosexuelle Lebenspartnerschaften werden nicht anerkannt. Das hatten Sie dann schwarz auf weiß. Was hat das ausgelöst in Ihnen? Verwechslung. Das ist das Stichwort. Das war natürlich schon eine große Enttäuschung, um es jetzt mal diplomatisch zu formulieren. Man könnte auch sagen, es war ein Schlag in die Magengrube. Und das war der Zeitpunkt, wo mein Partner dann auch aus der katholischen, aus der römisch-katholischen Kirche ausgetreten ist. Warum Sie nicht? Ich nicht, weil ich, ähnlich wie ich das in der CDU ja auch seit 15 Jahren tue, der festen Überzeugung bin, dass man Veränderungsprozesse besser anstoßen kann, wenn man einer Institution angehört. Es ist immer schwieriger, von außen zu kritisieren, man wird weniger gehört und deshalb die bewusste Entscheidung, innerhalb der römisch-katholischen Kirche zu bleiben, konstruktiv kritisches Mitglied. Das, der Stadtdekan, mit dem ich ein Gespräch hatte, hat auch durchaus das für sehr positiv empfunden und mir auch dafür gedankt, dass ich diesen Schritt nicht getan habe. Und deshalb möchte ich sagen, für mich ist es wichtig, jetzt innerhalb der römisch-katholischen Kirche solche Veränderungen anzustoßen. Und deshalb bin ich auch froh, dass das Zentralkomitee der Katholiken jetzt am letzten Wochenende in Würzburg einen Beschluss gefasst hat, wo die Synode jetzt aufgefordert wird, die Familiensynode in Rom, auch sich darüber Gedanken zu machen, solche Segnungsfeiern für Homosexuelle anzubieten. Wie weit es nun gelingen wird, ist eine Frage auch der Weltkirche. Da würde mich noch mal die Meinung von Ihnen interessieren, Herr Jaschke. Denn natürlich sind die deutschen, die europäischen Bischöfe in dieser Frage etwas weiter als beispielsweise die afrikanischen oder lateinamerikanischen. Ja. Und solange die Weltkirche natürlich immer gleich ticken muss, solange alles überall auf der Welt innerhalb der römisch-katholischen Kirche gleich gehandhabt werden muss, haben wir natürlich ein Problem und hat natürlich auch ein Diözesanbischof Fürst ein Problem. Ich möchte ihn auch gar nicht persönlich für seine Haltung angreifen. Er ist natürlich gefangen
in diesen Zwängen. Und der Vatikan, die Kurie, muss sich hier bewegen. Und deshalb hoffe ich jetzt sehr auf die Familiensynode. Und zumindest hat eine Diskussion eingesetzt, jetzt auch innerhalb der katholischen Kirche in Deutschland, so ist mein Eindruck, wo es darum geht, jetzt solche Dankgottesdienste, wie wir ihn ja feiern wollten mit Pfarrer Seeberger in Stuttgart, dass man zumindest das sich überlegt und das auch für kirchenrechtlich möglicherweise zulässig erachten kann. Also keine Segnungsfeier, das, was wir jetzt in der altkatholischen Kirche gefeiert haben, sondern ein Dankgottesdienst, wo am Ende der gesamten Gemeinde, einschließlich des homosexuellen Paares, das anwesend ist, ein Segen gespendet wird. Also erstens, ich wünsche mir dringend auch eine kirchliche Anerkennung von homosexuellen Partnerschaften unter Christen natürlich. Kirche kann nur für Christen sprechen, selbstverständlich. Staatlich müssen wir sie anerkennen als Bürger, das ist doch völlig klar. Zweitens, ich verstehe schon, dass die katholische Kirche sagt, wir möchten keine Verwechslung zwischen der Ehe als der Grundform menschlicher Sexualität, Mann, Frau, Offenheit für Kinder und einer solchen Partnerschaft haben. An der Verwechslung möchten wir vorbeugen. Und da muss man vernünftige Wege finden. Wie die zu finden sind, das weiß ich auch nicht so ganz einfach. Aber ein drittes noch. Wenn wir beide vor dem Altar stehen, wird uns niemand mit einem heterosexuellen Paar verwechseln. Ja, das ist, wenn Sie einen weißen Frack anziehen, könnte das schon eher so aussehen. Lassen Sie mich so formulieren, ein nicht ganz überzeugendes Argument. Herr Kaufmann, es mag andere geben, aber dieses Argument überzeugt. Herr Kaufmann, lassen Sie uns noch konkret über eine zweite... Ich will aber ein drittes gleich noch sagen. Kurz auf eine zweite Ebene kommen. Sie haben ja auch die Christlich-Demokratische Union angesprochen. Der Spitzenkandidat der nächsten Landtagswahl, Guido Wolf, war bei der Zeremonie dabei. War Ihnen das wichtig? Es war mir wichtig. Auch Thomas Strobel war im Übrigen dabei. Meine Bundestagskollegin Karin Mark war dabei. Andere, es war kein Parteitag. Ich habe sehr selektiv auch Parteifreunde eingeladen. Aber es war mir wichtig, dass Guido Wolf als Spitzenkandidat da war. Er kam als Freund, er war als Freund eingeladen. Aber natürlich ist das auch ein Statement. Wenn Sie Statements schon ansprechen, er hat zum Thema Homosexualität und Adoption in diesem Jahr gesagt, für mich ist die Schöpfung darauf ausgerichtet, dass Mann und Frau sich zusammentun, um Kinder auf die Welt zu bringen. Daraus und vom Wohl des Kindes her gedacht, kann ich mir ein Adoptionsrecht gleichgeschlechtlicher Paare nicht vorstellen. Und beim CDU-Landesparteitag in Ulm im Januar hat sich das ähnlich angehört. Bei so viel Liebe zum Facettenreichtum fühlt sich manche Familie, in der Mann und Frau mit ihren Kindern zusammenleben, leicht an den Rand gedrängt. Sie haben gesagt, Sie sind befreundet oder ja, aus Freundschaft. Belastet sowas nicht eine Freundschaft? Ich habe ihm sowohl nach der Rede als auch nach diesen Äußerungen, die Sie zitiert haben, zur Schöpfungsordnung das eine habe ich ihm persönlich gesagt, das andere habe ich ihm per SMS gesagt und auch nochmal persönlich, dass ich denke, dass wir diese Themen auch anders formulieren können. Ich habe überhaupt kein Problem, wenn wir sagen, wir sind mehrheitlich noch gegen ein Adoptionsrecht in der CDU. Ich persönlich sehe das anders, dafür kämpfe ich jetzt in der Partei. Und das andere ist aber, wie ich dann natürlich so etwas begründe. Und ich kann auch sagen, CDU fördert Ehe und Familie, haben wir überhaupt kein Problem. Wir fördern dort, wo Kinder sind. Ne? Aber wir müssen damit aufhören, das eine gegen das andere auszuspielen. Ich kann Ehe und Familie fördern und ich kann Homosexuelle gleichstellen. Und beides ist nebeneinander möglich. Und dafür kämpfe ich seit 15 Jahren in der Partei und in der Gesellschaft, dass ich nicht Homosexuelle diskriminieren muss, um die Familie zu fördern. Ja. Wie haben Sie die Zeremonie in der Schlosskirche dann letztendlich empfunden? Wir sehen auch Bilder dazu. Es waren 350 Menschen da, es waren Freunde da. Es war unglaublich bewegend, es war berührend. Es sind 350 Menschen zusammengekommen, um mit uns zusammen diese Segnungsfeier zu begehen. Und das war so ein Spirit in dieser Kirche. Ich kann es eigentlich gar nicht beschreiben. Alle jetzt in dem Bewusstsein, zu einem besonderen Moment zusammenzukommen. Und das war ein wundervoller, wunderbarer Gottesdienst. Und alle, die dabei waren, auch die, die es vielleicht etwas kritisch gesehen haben, sind nachher strahlend herausgegangen. Und die ganze Feier bis in die Nacht hinein war getragen von diesem gemeinsamen Geist, einen besonderen Moment erlebt zu haben. Und von daher bin ich einfach nur dankbar mit meinem Partner zusammen, dass wir diesen Tag erleben durften. Das verstehe ich sehr gut, Herr Kaufmann. Aber bedeutet es denn Diskriminierung von Homosexuellen, wenn die katholische Kirche sagt,
Die Ehe zwischen Mann und Frau bleibt ein ganz besonderes Gut. Und wir möchten Menschen dazu einladen. Die große Mehrheit der Menschen schätzt das seit Menschengedenken. Ohne jede Diskriminierung, da müssen wir gute Lösungen finden. Aber eine Gleichstellung, dass wir sagen, egal, Mann, Mann, Frau, Frau, also Mann, Frau und so weiter, eine solche Gleichstellung. Moment, ich darf ja meine Meinung sagen. Aber dann auch Herr Müller. Natürlich, aber ich hatte gerade ganz vorsichtig angesetzt. Nee. Ohne eine Diskriminierung festhalten. Ja. Wir halten fest, es ist gut, dass Mann und Frau und Kind und Familie zusammen sind. Und das wollen wir in der Menschheit unterstützen und fördern. Es gibt im Jahr 2015 immer noch Fälle, in denen im Namen des Glaubens versucht wird, jungen Menschen regelrecht die Homosexualität auszutreiben. Jemand, der diese Erfahrung gemacht hat, ist heute hier bei uns im Nachtcafé. Und wir sagen herzlich willkommen, Herr Melcher. Hallo. Herr Melcher, wann haben Sie ungefähr gemerkt, Sie sind schwul? Das war so mit 14, glaube ich, ne? Ja, also es war sehr früh, dass ich das gemerkt habe. Zu dem Zeitpunkt war ich noch mit einem Mädchen zusammen. Mhm. Aber irgendwie habe ich gemerkt, dass ich doch immer eher auf Jungs gucke und darauf achte, wie die so sind und wie die auch mich wahrnehmen. Sie sind aber aufgewachsen mit dem Eindruck und dem Bewusstsein, Homosexualität, das ist eine Sünde. Wer hat Ihnen das vermittelt? Erstmal so speziell hat mir das keiner vermittelt. Mhm. Das war einfach, schwebte immer so mit im Raum. Also ich bin christlich erzogen worden, ich bin in der Kirche aufgewachsen. Und da war das eigentlich ganz klar, dass es nur diese eine Lebensform gibt, nämlich Mann und Frau. Und später, als ich ein bisschen älter wurde, also im Teenie-Alter, so mit 14, 15, und ich mir da auch mehr Gedanken drüber gemacht habe, überhaupt über Sexualität, kamen dann viele Fragen. Und da habe ich auch mal zwischen den Zeilen gelesen. Und da war eigentlich immer klar, Homosexualität ist Sünde und das soll so nicht sein. Wie haben Ihre Eltern dann reagiert und Ihre Gemeinde, als Sie es erfahren haben, also speziell erstmal Ihre Eltern? Meine Eltern waren sichtlich schockiert. Also mein Vater hat es rausgefunden, weil er an meinem Computer war und dachte, wo der Sohn wohl so ab und zu mal auf Internetseiten ist. Und damals war ich angemeldet bei einer schwulen Chatseite. Und das hatte ihn irritiert und er konnte damit gar nicht umgehen. Und er war schockiert darüber im ersten Moment, dass es das überhaupt in seiner Familie geben könnte. Also weil das ja doch Sünde ist. Und wieso kann das in einer so guten christlichen Familie dann überhaupt passieren? Haben Sie dann versucht, die Homosexualität wegzubeten im wahrsten Sinne? Also ich hatte erstmal ganz große Distanz zu meinen Eltern, weil ich selber sehr verwirrt darüber war und gar nicht wusste, was mit mir passiert. Also zu dem Zeitpunkt war ich dann schon 16, als sie es rausgefunden hatten. Ich wusste es für mich selber eigentlich schon früher, konnte es aber nicht richtig einordnen und wusste, das darf überhaupt niemals so gelebt werden. Und dann habe ich eben mit meinen Eltern viel drüber gesprochen. Sie haben mir gesagt, dass sie glauben, das ist keine Krankheit, aber eben, dass es von Gott nicht gewollt ist und dass sie mir eben bei allem helfen, was ich möchte und mich unterstützen und jeden Weg mit mir mitgehen. Und daraufhin sind wir dann auch viel in den Kirchen gewesen und haben immer wieder Prediger und Beter besucht, die angeboten haben, dafür beten zu können. Und ich habe ganz viele verschiedene Ursachen für Homosexualität gehört. Und es wurde halt auch oft versucht, wegzubeten. Und es wurde mir gesagt, ich muss halt eben wirklich daran glauben, dass Gott das verändern kann. Und eigentlich war auch immer die Kernfrage, die mir gestellt wurde von Gläubigen, glaubst du, dass das Sünde ist, Homosexualität zu leben? Weil nur wenn ich das anerkenne und wirklich glaube, dass das Sünde ist, dass es dann auch verändert werden kann. Wenn man das hört, Herr Kaufmann, sind Sie in einem Umfeld aufgewachsen, in dem das viel selbstverständlicher war? Oder haben Sie Ähnliches angetroffen? Nein, also mein Vater starb sehr früh, meine Mutter ist sehr liberal. Ich hatte allerdings einen anderen Weg jetzt. Ich habe es vielleicht auch mit 15, 16 entdeckt, habe mich allerdings in meinen besten Freund verliebt in der 12. Klasse und hat eigentlich, solange mich nicht geoutet, solange ich den Eindruck hatte, dass er ein Problem damit hat, mit meiner Zuneigung zu ihm. Und deshalb hatte ich mich dann erst mit 30 auch geoutet. Aber mein Umfeld war da sehr entspannt dann im Ergebnis. Also solche Erfahrungen kenne ich persönlich nicht. Sie waren dann bei einem Heilerarzt. Beschreiben Sie mal, was das genau damit auf sich hatte. Ja, also ich hatte sehr viele Wege,
die mich später dann zu diesem Arzt geführt haben. Also weil ich im Prinzip gemerkt habe, so wie ich lebe dann als schwuler Mensch, kann ich nicht als Christ leben. So wurde es mir vermittelt. Also es wurde immer gesagt, dass da Gott Veränderung bringen muss, aber dass ich das wirklich auch wollen muss. Und das hat mich in einen absoluten Zwiespalt natürlich gebracht. Einerseits habe ich gemerkt, ich habe die Gefühle, habe sie mir aber nicht ausgesucht. Wobei andere Christen das ein bisschen anders sehen, die auch tatsächlich gesagt haben, ich hätte mir das so ausgesucht. Und somit wusste ich einfach nicht, was ich tun sollte und habe mir immer Hilfe gesucht und bin dann eben von verschiedenen Betern über verschiedene Kurse letztendlich an einen Arzt gekommen, der damals in unserer Gemeinde in Bremen einen Gottesdienst gehalten hat, einen Heilungsgottesdienst. Und da ging es halt auch um Krankenheilung und verschiedene Dinge. Und mit dem habe ich nach dem Gottesdienst gesprochen. Er hat Gebet angeboten. Und ich habe ihm eigentlich kaum was gesagt, was los ist. Also jedenfalls hatte ich ihm zu dem Zeitpunkt nicht gesagt, dass ich schwul bin. Und er sagte, wir können gerne beten. Hat das auch kurz gemacht und sagte, er hat den Eindruck, ich sollte noch mal zu einem Befreiungsdienst zu ihm kommen, ohne dass er überhaupt irgendwas wusste. Und er hatte mich im Prinzip aufgefordert, einen Termin in seiner Arztpraxis in Hamburg zu machen. Das haben Sie dann auch gemacht, wegen eines Rückenleidens erstmal offiziell? Und genau. Haben ihm dann aber gesagt, dass Sie homosexuell sind und eigentlich deswegen da sind? Genau. Und dann, was ist dann passiert? Er hatte halt irgendeinen Eindruck, dass da in mir was ist, was weg muss. Und da waren eben zwei Personen, sie haben sich beide neben mich gestellt. Ich saß auch auf einem Stuhl. Ich sollte mich so hinsetzen, auf Empfang gehen. So sagte er das immer, dass ich wirklich die Kraft Gottes auch empfangen kann. Und dann haben die beiden gebetet, eigentlich überwiegend still. Und ich habe auch nichts gespürt. Ich hatte auch die Augen zu. Und dann sagte er, dieser Arzt eben, dass er gesehen hat, wie eine schwarze Rauchwolke aus meinem Rücken kam. Und er sagte, das waren so 3, 4 Dämonen, die dich jetzt verlassen haben. Aber da ist noch mehr. Und dann haben die eben wieder weiter gebetet. Ich war in dem Moment verwirrt. Ich wusste, dass es irgendwie Dämonen geben soll, zu dem Zeitpunkt schon. Aber habe natürlich niemals gedacht, dass ich davon betroffen sein könnte. Und dann sagte er noch, dass eben die beiden gesehen haben, wie ein großer schwarzer Stachel noch aus meinem Rücken kam. Der ist zur Seite weggekrochen und er wollte sich noch mal umdrehen und was sagen, sagte der Arzt, aber er hat ihm im Namen Jesu befohlen zu gehen und dann war er weg. Und er sagte, jetzt ist der große böse Dämon weg. Und ob ich eine Ahnung hätte, womit ich den Dämonen die Tür geöffnet habe. Und erst dann habe ich gesagt, dass ich weiß, dass ich seit meinem 14. Lebensjahr, dass ich definitiv schwul bin. Und dann sagte er, das ist definitiv eine Öffnung für Dämonen, dass die reinkommen und ja, eben mich schwul machen. Aha, also der Dämon war derjenige, der sie schwul gemacht hat. Genau, richtig. Und der wurde dann ausgetrieben. Und das Ganze, glaube ich, sogar noch auf Krankenschein. Das kommt noch dazu, dass er das abgerechnet hat. Er ist Diabetologe, hat abgerechnet Rückenbehandlung, hat aber Heilungsdienste, also Dämonenaustreibung, gemacht. Ich war insgesamt 4-mal da. Was sagen Sie dazu, wenn Sie das hören, Herr Kaufmann? Im Jahr 2015. Ja, das macht mich fassungslos. Und deshalb ist es gut, dass ihr heute da seid und darüber berichtet, weil man muss es auch so berichten, um es auch zu zeigen, wie lächerlich es eigentlich ist. Also da bin ich eigentlich fassungslos da. Herr Jaschke, er macht immer noch Heilungsgottesdienste, dieser Arzt. Das ist nicht im Raum der katholischen Kirche. Aber bei christlichen Gemeinden. Das entschuldigt nicht alles. Ja, also das, eben. Also, ich lehne so etwas ab. Ich lehne genauso, soweit ich das beurteilen kann. Ich lehne das ab, natürlich. Ich lehne genauso, soweit ich das beurteilen kann, den Versuch von Medizinern, ab Homosexualität medizinisch zu behandeln. Das haben die Nazis getan. Furchtbar. Homosexualität ist ein Faktum. Der liebe Gott hat euch so gewollt und so seid ihr seine Kinder. Ganz fromm gesprochen, natürlich. Und damit müssen wir ordentlich umgehen. Aber, mein Aber heißt, ihr seid nicht die Regel, sondern eher die Ausnahme. Eine edle, liebenswerte Ausnahme und wir müssen euch gerecht werden. Es darf keine Diskriminierung geben, aber die Kirche spricht für die große Regel der Menschheit und der Menschen, Mann und Frau, und möchte Menschen helfen, dass sie auf diesem Wege glücklich werden und unser Leben bereichern. Was war denn Ihre Konsequenz? Man sieht, Sie sind mit Ihrem Lebensgefährten hier, haben Sie gesagt, Dämone hin, Dämone her, jetzt reicht's mir?
Genau, also weil ich eben über 8 Jahre lang versucht habe, durch Intensivkurse, Einzeltherapien und eben Dämonenaustreibung und eben auch hören durfte, dass ich nur eine Randgruppe bin und dass ich ein Sünder bin. Ich bin geliebt, ich als Mensch, aber Gott hasst die Sünde. Und habe dann mir natürlich auch immer anhören dürfen, dass ich zwar so, wie ich bin, kommen darf, aber ich darf es nicht ausleben. Wenn ich das tue, dann mache ich wieder Sünde und ich muss was dafür tun, dass es so nicht ist. Und letztendlich hat man mir damals auch mit Rauswurf aus der Gemeinde gedroht. Und das waren halt für mich die Punkte, wo ich irgendwann gedacht habe, das kann so nicht sein und das möchte ich so auch nicht, weil ich kann es nicht ändern. Ich habe irgendwann für mich festgestellt, ich bin so geschaffen worden. Und auch wenn es vielleicht nur nicht alle Menschen betrifft, aber genau das, was ich eben gehört habe, ich bin nur eine Randgruppe oder bin da quasi dann geduldet, das hat damals in mir ausgelöst, dass ich auch oft Selbstmordgedanken deswegen hatte, weil ich einfach nicht akzeptiert war. Und ich habe gesagt, für mich, das kann ich so nicht. Und wenn dieser Gott mich liebt, dann liebt er mich so, wie ich bin und wie er mich geschaffen hat. Und mit all meinen Fehlern, die es da gibt oder auch nicht gibt. Und ob das nun Sünde ist oder nicht, er hat mich so geschaffen. Und dann soll ich doch auch so leben, wie ich bin. Und ich gehe auch eben nach dem Grundsatz, solange ich niemanden anderen schade, dann kann das nicht falsch sein, sondern ich kann nur für mich gucken, was tut mir gut und was tut anderen gut. Und wenn ich das lebe, dann ist das für mich auch mein Glauben. Und Sie sitzen hier. Und Sie sitzen hier Hand in Hand und es scheint Ihnen beiden gut zu tun. Deswegen alles Gute für Sie. Ja, danke. Dankeschön, Herr Melcher. Ja, Frau Fitz, zeigt das, dass da noch ein Weg zu gehen ist? Ja, also da ausnahmsweise, ich verstehe die katholische Kirche, weil es ist ja ein Kirchenpolitikum auch. Das heißt, wie Sie gesagt haben, die ganzen lateinamerischen Länder hängen bei... Alles hängen dran, also Länder, wo wenn da eine Schwulendemo ist, wo die mit dem Knüppel noch stehen. Und das heißt ja immer, wenn die, ich habe mal gesagt, der Katholizismus ist eines der letzten totalitären Systeme und werden den Teufel tun und das aufgeben. Wenn die unten einen Stein aus der Mauer rausziehen und das reformieren, dann bricht die ganze Mauer zusammen. Also Entschuldigung, aber sie müssen sich jeden Schritt natürlich gut überlegen, was reformiert wird. Und das ist eine ist richtig, dass gekämpft wird. Und ich verstehe aber vollkommen, dass das ganz zäh geht, weil blöd werden sie sein. Wenn wir nach vorne gucken, Frau Fitz, wir haben gesehen, im Namen des Glaubens wird viel Gutes getan. Das haben wir auch bei Ihnen gesehen, Frau Gabe. Wir wissen aber auch, im Namen des Glaubens wird manipuliert, geschieht Unrecht und geschehen Verbrechen auch in dieser Welt. Haben wir irgendeinen, jetzt jenseits aller Sonntagspredigen, irgendein Rezept, irgendeinen Vorschlag, wie man auf den Weg weiterkommen kann, dass sich die schlechten, die negativen Folgen des Glaubens nicht so entfalten oder der Religion? Religion muss sich immer reformieren, muss sich öffnen für Vernunft, für Bildung, für Wissenschaft und so weiter. Und wir stecken in Prozessen, selbstverständlich. Aber Religion soll sich auch nicht auflösen. Also die Frage Homosexualität ist nicht so ganz leicht zu lösen. Ich werde nie sagen, ihr seid nur eine Randgruppe. Das diskriminiert schon wieder, nur eine Randgruppe. Aber ich sage, der Reichtum des Menschen besteht im Mann und im Frausein. Das ja? Problem aber ist darüber solchen, müssen wir lange reden. In solchen Ländern, reformieren wo kein Gottglaube herrscht zum ja? Beispiel, da ist die Moral unbedingt nicht besser. Da gibt es auch Prostitution, gibt es Korruption, gibt es Mord und Totschlag. Also in ganz kommunistischen Ländern ist es nicht so, dass ohne Gottglaube die Welt irgendwie besser wäre. Mhm. Herr Möller, was müsste sich ändern, damit ein erster Schritt getan ist? Ja, es müsste sich vor allen Dingen mal ein bisschen schneller ändern. Also, dass Sie das jetzt so mit viel Klugheit angehen wollen, wie Sie das vorhin gesagt haben, und so sagen, wir müssen da langsam und bedacht vorangehen. Bis dahin gibt es viele weitere Opfer der Religion, Todesopfer, aber auch eben Menschen, die sich aufgrund beispielsweise ihrer Homosexualität ausgegrenzt fühlen, Suizidgedanken entwickeln. Das geht mir alles viel zu langsam. Dafür, dass wir im 21. Jahrhundert leben, ist zum Beispiel die katholische Kirche, über weite Teile auch eben die evangelische Kirche, ist auch der Islam viel zu weit hinten. Und angesichts der drängenden Probleme, die diese Welt mit sich bringt, muss das deutlich schneller gehen. Das Herr Kaufmann, zum Schluss noch mal, nehmen wir den Glauben zu wichtig oder nicht wichtig genug?
glaube, das ist eine Frage, die jeder für sich selber entscheiden muss, wie wichtig ihm der Glaube ist. Und man sollte ihm auch nicht den Glauben absprechen, Herr Müller. Man kann es auch nicht erklären, man kann Glauben nicht vermessen. Und die Menschen, die gläubig sind, sollen diesen Glauben auch leben dürfen. Aber innerhalb, sage ich mal, auch von der Kirche so akzeptiert, wie es unseren gesellschaftlichen Entwicklungen hierzulande entspricht. Und zum Schluss noch mal, Herr Melcher, Sie haben das gerade schon angedeutet. Wie ist der Gott, an den Sie in Zukunft glauben möchten? Also mein Gott ist im Prinzip ein liebender Gott. Also ich denke, dass wenn es ihn gibt und er uns geschaffen hat, wie wir sind, dann liebt er uns auch so, wie wir sind. Und warum sollten wir uns verändern müssen? Und ich denke einfach, dass dieser Gott viel Platz für uns alle hat und dass wir viel drüber streiten können, welcher Glauben ist jetzt der richtige oder ist Glauben überhaupt das Richtige. Jeder muss das für sich selber sagen. Herr Kaufmann, Sie haben das gesagt. Und da ist auch die Frage, wenn jeder seinen Glauben selber bestimmen muss, warum ist er dann in der Politik drin? Und da sehe ich einfach, denke ich, dass jeder für sich selber gucken muss, wie weit hat er seinen Glauben, aber auch dann wirklich nur für sich und eben nicht damit andere beeinflusst. Vielen Dank, Herr Melcher. Vielen Dank an diese Runde von uns allen hier im Nachtcafé. Dankeschön. Ja, genau. Wir sehen uns wieder am nächsten Freitag. Dann geht es um gelassen älter werden. Ein Thema für Jung und Alt. Danke nochmal an Sie alle, Herr Barkow, Frau Gabe. Schönen Abend noch. Bis zum nächsten Freitag in Ihrem Nachtcafé. Danke.